Das ist ja, moin! Herzlich willkommen zu Target Priority, dem ziemlich kompetitiven 40K-Fernsehen. Ich bin Sebastian. Ich bin Benjamin und wir haben gerade schon 10 Minuten geredet, bevor der Stream live war. Ja, wir haben uns warm geredet. Wir haben das ganze Matchup quasi durchanalysiert. Genau. Und deswegen machen wir das jetzt nochmal. Deswegen machen wir das jetzt nochmal, aber in doppelter Geschwindigkeit. Und wir haben hier Pascal gegen Kevin auf dem Stream. Und das sind Custodes gegen Space Marines im Finale der Firebug Open 2024. 5 Menschen haben die Hand noch am Pokal und können den Pokal mit nach Hause nehmen. Und dazu zählen eben diese beiden Jungs. Und dazu zählen auch Max und Jesse, die sich auf Tisch 2 streiten. Da haben wir auch die Kamera noch für. Und da haben wir auch Custodes gegen die Leagues of Wotan. Und dann haben wir dahinter Gregor gegen Mario, die im Drukhari of A festmachen, wer bester Drukhari wird. Und B, wenn Gregor das gewinnen sollte, er auch noch die Möglichkeit hat, das Ding nach Hause zu fahren. Auf jeden Fall. Da können wir mal ganz kurz vielleicht sogar ins Punkte-Ranking gehen quasi. Wenn ich das aufgerufen bekomme, da... Placings. Können wir nicht sehen, alles klar. Nee, dann kriegen wir gerade nicht raus, wie die einzelnen Punkteverteilungen sind. Wer jetzt die besten Shots hat, werden wir dann sehen. Werden wir sehen. Jedenfalls haben wir jetzt an unserem Streamtisch Pascals Custodes, die wir Runde 5 schon gesehen haben, mit den 3x Wardens, 2x Guardian, also 2x, wie heißen die? Die anderen? Guardians. Guardians. Ein Trupp mit Draxus, einer mit Trajan, 2 Blade Champions, einer mit Shield Captain, einmal Witch Seekers, eine Kaladios, 2x Alarus. 2 Alarus Dudes. Genau. Das ist die Liste. Auf der anderen Seite stehen 3 Tech Marines. Einmal für Lethal Hits, einmal für Fallback und Advance und Shoot und einmal für beziehungsweise kein Damage bekommen. Dann 4x Crusader, 2x Rhinos, alle Crusader immer mit Melter und Multimelter, ein Ballistus Dreadnought, dann 3 Gladiator Reaper, ein Executioner, 3 Predator Destructor und 2x Scouts. Und das ist widerlich. Einmal Scouts. Widerlich ist das. Oh, einmal Scouts, Entschuldigung. Ja. Und die Liste heißt? Die Liste heißt, mit vollständigem Namen, nicht die Menschen, die immer gewinnen, sind die stärksten, sondern die, die niemals aufgeben. Trotzdem gilt Hauptsache vor Büttelmann. Genau, das davor ist ein Kalenderspruch, das ist wunderbar. Mhm. Genau, das Spiel ist definitiv schwierig anzugehen für Pascal. Wir spielen Take and Hold und es regnet ein bisschen. Und genau, Mivi. Das haben wir einfach gemacht, ja. Genau. Wir haben sehr, sehr fröhlich drauf loserzählt. Man muss halt an 2 Stellen auf live gehen klicken und naja, ich bin wie ich bin. Genau, ist aber auch alles gut. Noch haben wir nichts verpasst. Nee, das Spiel hat noch nicht richtig gestartet. Auch das andere Spiel ist noch im Deployment. Wir haben gerade schon ein ganz klein bisschen über die Perspektiven gesprochen. Ja, also ich persönlich sage, Pascal sollte wenigstens 1000 Punkte in die Reserve stopfen. Weil er sonst einfach komplett erschossen wird. Das kann sehr die schnell Map passieren. Ist wirklich nicht gut für ihn. Ja. Das kann ganz schnell passieren. Ich bin diesmal noch deutlicher als eben. Es gibt zu viele Winkel. Die Winkelung der Ruinen ist so, dass du halt immer dahinter fahren kannst. Also ja. Ne, sobald du einmal dahinter gucken kannst, siehst du alles. Und da ist so viel Schussgewalt. Also Kevins Liste ist halt einfach eine richtige Eisenfaust. Ja. Und klar, Custodes, dies, das, aber... Das hält ja nicht lange aus. Pascal er kann den einen Marker, Anzahl an Modellen. Ja, den links oben Marker, den kann er, glaube ich, eine Weile lang halten. Die Mitte ist ungeheuer schwer. Das heißt, 10 Primary sind, glaube ich, tendenziell das, was er anpeilen kann. Ja. Der unten rechts, der Marker ist auch nicht geil für ihn. Dann stehst du entweder draußen oder du stehst halt immer mit dem Gesicht zum Gegner. Genau, es ist nicht gut. Fürchterlich. Und für Kevin ist das Spiel einfach ein anderes, weil er... Rhinos und Scouts, also weil der Zeug hat, was er auf die offenen Marker pushen kann. Und dann sagt er, ja, dann komm halt. Du hast halt nur deine 4,5 Trading Pieces. Und dann erschieße ich halt, was darauf läuft. Ja.
So ungefähr. Deswegen würde ich sagen, Kevin hier deutlich in der Oberhand, so was die Papiereinschätzung angeht. Ja, ähnlich sieht es auch auf dem zweiten Tisch aus. Da haben wir Leaks of Wotan gegen Custodes. Ich würde sie ja Leaks of Wotan nennen, weil Max ja, spielt wie Orks. Ja, stimmt. Weil da das ist ähnlich, das ist enorm viel Beschuss gegen Custodes, die eben nicht so viele Modelle mit sich bringen. Das ist extrem viel Scout, sehr schnell, sehr viele Winkel ziehen. Und auch da ist die gleiche Map, ne? Auch genau. Da, er kann überall hintergucken. Also es geht relativ schnell, gerade bei ihm noch schneller, weil er die Scout-Moves hat, ja, dass und er die Max Winkel kann halt bekommt. Wirklich zusehen, dass er Jesse direkt auf dem Heimmarker reinpresst und man... Ja. Ja. Die Charaktere können wir auf jeden Fall gleich in Erfahrung bringen, auf was in Reserven steht und was mit Secondaries ist und so. Machen wir, wenn wir die eh gleich verkabeln und so, dann kommt das. Genau. Ja, aber auf dem Tisch, ich würde auch sagen, ne, also von der Ausgangssituation her ähnlich. Da steht sehr viel schnelle Gewalt auf dem Tisch gegen eine Input-starke Armee, die aber dann zeigen muss, wie Input-stark sie ist. Ja, genau so ist das. Ja. Sehr cool. Ich gehe mal verkabeln. Geh mal verkabeln, genau. Und ja, ihr dürft erstmal natürlich sagen, was ihr denn glaubt, wie dieser Spaß hier zu Ende gehen wird und wen ihr on the top seht, also wer am Ende das Turnier gewinnen wird, eurer Meinung nach. Ich mache noch ein bisschen Werbung natürlich. Ein vorletztes Mal würde ich jetzt erstmal sagen, für alle Sponsoren dieses sehr, 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 sehr geilen Events. Da haben wir Army Box, Mohawk Managers, Dutch Tabletop Terrain, Battleground Tabletop, Excubito, die Bettburger, Games Island, Taschengeld, die Kutami, PKP, Red is in Blue und The Army Painter. Und wir hier zum Kommentieren sind Target Priority 40k. Wenn euch gefällt, was wir tun, dann like das Ding hier auf jeden Fall. Geht auf patreon.com/targetpriority40k und werdet Patreon, wenn ihr Bock drauf habt. Und wenn ihr einfach sagt, ey, das, was ihr am Wochenende, dieses Wochenende gemacht habt, war cool, hier habt ihr einen 5er oder einen 10er dafür, let's go, dann drückt mal unten auf dieses kleine Dollarzeichen im Chatfenster und lasst eine kleine Spende da, das würde uns freuen. Und jetzt können wir gleich mal gucken, inwiefern die Jungs funktionieren mit der Verkabelung, sagt uns gerne, wie der Sound. Und die andere Zeug ist Reserve. Genau, und Ryan hier ist Reserve mit Unalaris in Reserve. Hier ist mit Chief Captain und... ein Chief Captain drauf, ein Blade Champ drauf, ja. Dankeschön. Da noch den. Kannst du da anlegen, wo da Advanced Charge Einheiten sind? Da ganz im Eck einfach. Geh außerhalb von 22, außerhalb von 23, ja? Ja. Dass ich mit einem 10er Movement trotzdem noch überall darüber schnacken kann. Ja. Der Boy genießt das Matchup. jetzt habe ich hier die Kalidos verschoben. Als die alles gut, alles gut. 28 was weg von dir. Genau, ja. Ist kein überhaupt da. Theoretisch können sie natürlich sterben. Der hat 18 Zoll und könnte dann noch knacken. Nur zur Info. So, hier das Update zu den Custodes Charaktern. Mittlere, untere Ruine, da steht ein Trupp mit Blade Champion und einer mit Shield Captain. In der Homebase-Marker-Ruine steht der Trupp mit Draxus und einer mit einem Blade Champion, also vier sind auf dem Feld. Der Trajan-Trupp und die beiden Alaros in Reserve. Das passt, dann das. Das brauche ich für mich. Der hätte dann doch noch einen schönen Winkel zum Raufgehen und Schießen hätte er einen schönen Winkel. Ja. Der Flamer von einer hat ganz normal 401, richtig? Ja, normal auf Flamer. Ja. Keine Rewards, gar nichts. Nö, du musst einen Battleshock machen, wenn ich dich treffe. Aber sonst haben die normaler Flamer. Ja.
Der überlegt sich, ob er da oder brauchen wir ihn da hinten. Der Charakter sein. Da hergehen. Rot ist der Lieferhitter. Spaten ist Fallback Advance and Charge. Und der Rote ist der Sanitäter, der Schaden plankt. Okay. Schadenplank ist bei ihm da immer dabei. Jo. 3 Zoll zu den Fahrzeugen, bis außer den dabei. Aha. Falls meine mächtigen Bolter dich erschießen wollen. Fallback, Shoot und Charge steht ja, da hinten dabei. Ja. Nicht im Eck, sondern circa da. Circa da. Ja, ein bisschen zurück, passt. Und der Liefer-Hitter, den haben wir eigentlich da herüben gern, weil da haben wir den Zugriff auf alles noch vor. 3 Zoll zu ihm, 6 Zoll von ihm weg. Danke. Jo. Auf ein schönes, komm, dann egal wie es ausgeht. Spiel, mein ja. Ein Foto bitte noch vorher machen, wenn es geht. Hm? Jetzt haben wir noch ein Foto machen. Ja, klar. Freut mich. So, bevor ich vorher die Zeit freigebe, würde ich noch bitten, ich brauche ein Lied von dir, das du mir noch sagst. Weil das Lied posten wir jetzt da auf Instagram. Ein was? Das Lied posten wir auf Instagram. Ja. Was für ein Lied meinst du? Ich bin verwirrt. Ein Lied? Ein Aha. Lied noch, das du dir wünschen kannst. Ach so, Gott, was höre ich an? Irgendwas von Eminem, wenn du da was hast. Ja. Ja, mach doch Not Afraid. Das passt doch gut zum Thema hier. Auch wenn du mich wahrscheinlich einfach erschießen wirst, aber... Aber, das kannst du nie sagen. Das kannst du nie sagen, bitte. Jo, dann möchte ich hier noch Kärtchen abheben. Ja, alles gut. Gut, dann würfeln wir alles da drinnen. Ja, alles drin, genau. Und wann immer was draußen gewürfelt wird, auch wenn es ein egal was ist, es neu. Immer ja. Neu da drin. Kevin würfelt eine 2. 3. Dann muss ich anfangen. Geht's zu dir. Dann oh, Pascal darf / muss anfangen. Ist das gut oder schlecht? Wer darf anfangen? Pascal. Ist, glaube ich, besser. Yes, CJ, these are the two highest placed. There's a random... Yeah, it's random in random bracket. Random pairing in the bracket, there are 5 dudes. Maybe it would have been great to have a Custodes mirror match and then let the other dudes fight each other. Double O, zu den Deployment Zones, die Kamera verzerrt, würde ich mich nicht drauf verlassen, auf die Optik. Die werden das schon beide gut machen. Das geht. Area Denial und Overwhelming Force. Area Denial, Overwhelming Force. Du hattest Homer und... Hattest du nochmal? Sorry. Glanz, ja klar. Glanz. Boost Defender Opponent, who goes first? You. Traxxus. Okay, Draw. Area Denial. Machbar, sag ich mal. Ja. Overwhelming Force jetzt eher nicht so. Ja, weg mit den Schwestern, ne? Ja, genau. Die jetzt einfach für 5 Punkte wegschenken, machst du. Ja. Ist ja gar keine Frage. Overwhelming Force halt nein. Ja. Nee, also
geht gar nicht. Da steht der eine Panzer drauf, oben, der eine der Predator, kommst du nicht ran, machst du nicht. Ein Hero-Radar, das hier, ja. Ein passt. Bist du advanced, oder? Ja, ich hab die. Mhm. Dann Late Champion, 5. Ich glaube, der geht nur hier ins Eck. Bei 5 will ich da weiter. Da könnte jetzt auch 11 direkt. Aber ich will da, glaube ich, gar nicht. Der Eich ist mein Lieblingsmann. Ja, ich laufe erstmal hier ins Eck unten. Bei 11. Na, 11 komme ich auf jeden Fall nicht hier über das Gap. Also nicht mit allen halt. Mhm. Das heißt, ich könnte entweder hier rein, das sind mich halt die Preds. Hier einer von Maika, dann sieht er mich auf jeden Fall, das ist schlecht. Ja, ich gehe erstmal hier ins Eck mit dem Blade Champ. Elf. So. Der andere Squad geht hinterher. Bitte? Der andere Squad geht einfach hinterher. Wieder erstmal gucken. Das ist so, alles klar. Dann sind die alle hier hinter der Wand. Kalidos, du hast gemeint, die könnten theoretisch schießen, wenn die advancen. Ja, sicher. Die haben, was haben die? 10 plus. Hunter-Killer-Missel, Polterschüsse, Multimeter-Meter. Steigen aus. 9. Also die Typen auf keinen Fall und der Rhino-Kan, wo steht der? Eierlupen habe ich. Achso, wo steht der? Der Advanced-Typ ist da, gell? Der steht da. Das heißt. Das heißt, wenn ich hier ins Eck laufe, bin ich auf jeden Fall safe, aber weil der hier den Winkel nicht kriegt, ja, dann laufe ich einfach oder ich renne hier rüber. Ich werde auf jeden Fall rennen mit der, dann mal gucken. Dann könnte die einfach auch 12 hier rüber. Mhm. Dann ist da auf jeden Fall dicht. Doch, bist du safe. Ja, gut, dann laufe ich einfach jetzt 12 hier rüber. Check. Ja. Blade Champ hier drin, rennt auch. 2. Reroll. 4. Ich muss mal kurz TP hin. Such mal mein. Zip mein CP-Würfel. Irgendwo habe ich so einen coolen. Cool. Cool, ich habe jetzt so viele coole Würfel. Hier, das ist der. Was hatte ich jetzt? Eine 4 nach dem Reroll, das heißt 10. Das heißt, mit 10 komme ich einigermaßen hier dahinter. Das heißt, der Brad kann jetzt nicht advanced schießen, weil der Typ irgendwo dasteht. Das heißt, der Reaper könnte auf jeden Fall reinschießen. Das kann ich wahrscheinlich aber auch nicht verhindern, wenn ich sobald ich rauslaufe. Ja, Predator kann auch reinschießen. Predator kann auch reinschießen, durch. 10 Zoll noch vor. Ja. 10 kommt aber ein. Du bist auch der große Footprint. 10, aber ich krieg ja den. Ich krieg die ja hier dahinter. Guck mal, 10. Das ist das hintere Base. Ja. Kannst du auf jeden Fall aufschachern hinten, ja? Also, ja. Ich glaube, der Bracker wird nicht schießen können. Ja, okay. Okay. Also, der Reaper kann von da oben schießen, da kann ich auch nichts machen. Mhm. Das ist der erste? Bitte? Das ist der. Der vorderste, oder? Das ist der hinter. Das ist der war hier. Okay. Ja. Genau. Und dann hier. Der im Eck kann da hinter die Wand. Mal gucken, was er zählt. Der kriegt auf jeden Fall seine Base nicht rein. Vorne. Mal so legen. Wahrscheinlich irgendwie. Ja, da kriegt die auf jeden Fall dahinter mit 10. Der kann sogar weiter hier, der kann irgendwo hier hin. Der hier. Wer? Und der geht hier dahinter. Jetzt gucken, dass du von hier triffst. Mhm. Okay.
Ja. Ja. Ich immer noch, vor allem, wenn ich jetzt hier noch einen hinstelle. Ja, easy. Gut. Ja, gibt's hier keine Licht. Ich gehe es nur ganz kurz einmal anlegen. Mal von hier weg quasi. Und dann ist hier. Ich gehe gleich mit Ihnen nach vor, mal, dass wir es schauen können, weil 10 Zoll zurück können wir immer gehen. Ja. Dann haben wir es uns auch durchgeredet. Und dann gibt es hier keine Sicht über das Eck. Ja, keine was, Sicht. Ja. Na, keine Sicht, ja. Alles klar, passt. Ich lege mal wieder die 10 an, dass wir da korrekt sind. Weil was genau? Oberspezialisten. die Traxxas rennt, weil kann eh nicht schießen. 4. Da. Wobei, wo stehen die Scouts? Die stehen da drin, ja? Das ist aber mehr wie 18 vom Eck, das heißt, die rennt, ja. Also ich kann die auch draufstellen, weil das sind eher unschuldige. So, 18 ist hier irgendwo. Ein bisschen nach der Coherency bringen, so. Mhm. Dann war's das. Dann werf ich vorerst ab, mach den Nile und gib dir die Zeit. Den Nile für 3, richtig? Ja, für 5. Bitte? Weil du ja nichts hast für 5. Also ich hab mir gedacht, du musst in der. Kannst du Area Denial in der ersten Runde überhaupt scoren? Ja. Nur den kann man nicht machen. Es gibt ja nur Storm und den geht nicht in der ersten Runde. Storm und, wie heißt das andere? Storm und Defend gehen nicht, alles andere geht. Bist du Holy Within 6? Sollte eigentlich, das war der Plan, ja. Ja. Ja, ja. Wenn du das sagst, dann glaube ich es dir. Ja. Für 5, richtig? Für 5, ja. Und Overwhelming werfe ich ab, find's okay. Gehe ich auf 3 und dann ist deiner. Gut, ich kriege ein CP. Ja. Ich werde das einzige Ofen, was ich realistischerweise sehe. Ja. Verteilen wir mal plus 1 zu Hit. Ich habe Area Denial geschafft mit den Sisters und habe Overwhelming Force discarded für den CP. Ja, weil steht ja nichts auf. Also da hinten steht, glaube ich, irgendwas auf dem Mic, aber das wird schwer. Und die Kaledus, da ist ein Riesenhaufen, die sind hier so außerhalb von Brett gelaufen und hier halt, die Kaledus hat ein bisschen Angst bekommen. Genau. Minus Blade Champion, die haben minus 2, richtig? Minus 2 haben die, ja. Da haben wir das, was wir gesagt haben. Der geht da. 12 Zoll, ja. Ja. Ich habe Cleanse und Deploy fixed. Ja. Die Scouts werden advancen. Ja. 4. Ja. 10. 6 Zoll zur Mitte. Ja. Ja, also. Kevin, haben wir gerade gehört, haben wir vorhin nicht mitbekommen, spielt Fixed. Clans und Teleport Homer, also eher passive Secondaries. Das kommt ihm, glaube ich, gut zu Pass. Ja, kein Risiko eingehen. Pascals Zug 1, er macht wie erwartet Area Denial für 5. Schmeißt Overwhelming Force weg, weil das keinen Sinn macht. Hat sich ein bisschen in die Mitte geschoben, hat an der unteren mittleren Ruine sich weiter vorgeschoben, um da zu stagen. Steht er auf dem blauen Marker drauf? Da ist gar nichts los. Da ist nichts los, weil er da auch sofort überfahren wird, wie man hier sieht. Und da kriegt Kevin halt auch sofort die ersten Winkel hinter die Ruine. Das ist echt heftig. Das ist völlig ekelhaft, ey. Boah. Das ist... Und das ist halt aber auch schon so eine Sache, ob man da jetzt schon dann, nur wenn ein Tank alleine schießt, schon sagt, okay, ich mach den Fino Pain an.
Oder halt einfach riskiert, okay, vielleicht sterben zwei, ich resurrecte einen und kann mir eventuell dadurch noch das zusätzliche, genau, da hat er nämlich Advanced und Charge drauf, dann im besten Falle ploppt halt irgendwie einer, dann rest du einen offensiv, dann gehst du vor, Advanced und dann kannst du halt auch Kette schwingend, vielleicht sogar in zwei Autos, in richtig cocky Biscuits. Ja, da stehen die Scouts zwischen. Also ja, also aber durch den Sechser-Charge durch oder den so, Advance ja. kannst du aber auch über den Marker schneiden. Ja, das stimmt. Also ja, wenn die so weit kommen, ja. Und genau, wir haben noch die Kalidos Assassine ganz unten, das eine Modell, was da so Mitte ganz unten an der Kante steht, das ist die Kalidos Assassine. Die Schild. Genau. Und bei Kevin, um das einmal einzuordnen, die hat einen Gladiator oder Gladiator, ne? Ja. Ganz links ein Gladiator, dann zwei Predator, dann der Ballistus Dreadnought, dazwischen Tech Marine, dann der große Repulsor. Direkt daneben noch ein Gladiator und dann noch ein Pred. Rino, Gladiator. Und ja, hat halt alles Namen und schießt. Auf dem anderen Tisch, kurzer, schüchterner Blick, wir sehen, dass wir keine Custodes sehen, also kaum, aus Maxens Perspektive. Christian hat angefangen, hat glaube ich nicht so happy ausgesehen, als er Secondary gezogen hat. Max aber offensichtlich auch nicht aggro gescoutet oder so. Und ja, also der Spielverlauf, der kommt Jesse komplett zu Pass. Also ja. Nicht, dass er irgendwie Blanks gezogen hat, nee. Aber dass die Reaktion von Max, ich fange nicht an, gleichbedeutend für Max war, ich fahre nicht vor. Und ich weiß nicht, ob ich die Entscheidung unterstütze. Weil er ihm jetzt auch Charge-Ziele anbietet? Ja, er kann so. Dann biet ihm die Charges doch an. Dann fahr ein Auto davor, dann soll er mit Advance und Charge da rausschießen, ein Auto kaputt hauen und dann halt einen kompletten Trupp verlieren. Das ist ein Tausch. 115 gegen über 300 Punkte, weil immer ein Charakter damit drin ist. Ja. Yes, please. Max versprüht auch gerade nicht seine War-Energie. Nee. Er ist ein bisschen eingeschüchtert oder so. Ja, aber das liegt auch daran, dass er eben nicht wildwichsend nach vorne kam. Oder hätte er den ersten Zug gehabt. Ich glaube, alleine das ist schon, das macht mit ihm was. Ja. Okay. Back to the table. Ja. Das ist erinnert. Ja. Das ist Base dahinter ist. Modell vorbei ist. Mhm. Haben wir noch 7. Ja. Da wollen wir so runtergehen. Das heißt, ich muss nur 1 Zoll weiter rübergehen. Dann kann ich noch 6 so runtergehen. Mhm. Der ist 2 Advanced, ja. Genau. Passt, ja. 5 plus 6 plus 1. Ja. Sind wir korrekt? Panzer bewegt, sorry. Checken wir noch schnell. Außerhalb von 12. Jo. Sprich. Sprich, wir werden später hier glänzen wahrscheinlich. Da drüben glänzen, wenn ich mit dem Typ rübergegangen bin. Und deploy, überlegen wir uns noch wo. Noch. Der geht da noch. Ja. Moment, ich könnte ja noch raussperren. Muss ich das? Ne. Der geht nur so noch. Mhm. Der Advancer Advanced. Der Advancer Advanced. Okay. Ja. Big Brain. Klingt logisch. 12 von unten daher. Ja. Aber ich möchte halt gern da oder so her. Ja. Ja. Das passt auch, haben wir gesagt, der da. Jo. Der ist 3 Zoll zu ihm. Mhm. Der bewegt sich nach drauf. Da haben wir outgescreened so weit, da werden wir mit einem Tank noch zurückfahren. Oder mit
mit einem Tank noch zurückfahren. Weil den Move raus brauchen wir eh noch mit dem Tank, glaube ich. Der bewegt sich nach hinten. Lass mal kurz durchrennen, Pascal. Da bist du outgescreent, ja? Da bist du outgescreent. Mhm. Kommst du nicht rein. Da kommst du nirgendwo rein. Da solltest du überall outgescreent sein. Mhm. Da hinten bis auf da oben. Was ist das da hinten? Also für einen Zweitermis wahrscheinlich auch, oder? Für Zweitermis, ja. Jo. Für Zweitermis und ja, jetzt auch für die Kalidus. Ja. Ja, alles klar. Kalidus weg. Kalidus weg. Mhm. Da ist sowieso Kalidus weg. Der geht nur so nach hinten ein bisschen. Auch ein Marker noch ist. Mhm. Der Schadendodger geht darauf. Dass er bei denen alle in 6 Zoll ist, bei den drei Tanks. Ja. Und dem da auch. Sprich hier 6 Zoll rüber. 6 Zoll, 6 Zoll. Und da 3 Zoll zu ihm. Ja. Der Liebel Hitter. Liebel Hitter geht da nach vor rein. Ja. Der hat sich schon. Der hat sich bewegt, der hat sich bewegt. Jetzt geht noch der dann daher. Da haben wir alles outgescreent. Weil dann haben wir hier Deploy, weil ich kann nicht wahnsinnig deployen. Hier, die, hier Glance, da drüben Glance. Ich bin 6 Zoll, das heißt, ich kann glänzen. Oh. Checken wir, dass wir da eher in 6 Zoll nochmal sind. So reindrehen. Ja. Das ist der, ja. Dass der ein 6 ist zu dem yep. Check. Ja. Der ist 6, der ist da 3 da. Mhm. Da haben wir die Kalidus auch outgescreent, haben wir gesagt. Jo. Der Blanker ist im Umkreis von die 4 Tanks. Mhm. Aber in der Theorie kannst du da noch 12 Zoll advancen und da dann einen Charge machen. Das ja. Ist aber recht. Dann hast du einen 11er Charge. Dann sei dir gegönnt. Machen wir einen 12er Charge draus, bitte. Jo. Und er da geht noch 3 Zoll zu ihm hier, also 3 Zoll da ist. Ja, das ist der Jack Marine. Genau, innerhalb von 12 und der Mitte, warum auch immer. Guti, viel Lärm und nichts. Erster. Fred. Predator legt an auf ihn. Ja. Auf habe ich gelegt auf die Polster. Auf waren auf die Wardens. Ich schaue noch schnell, der hätte darüber auch noch Sicht auf die ersten beiden, gehen ich mir an, oder? Jo. 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 Dann legt der Gatling-Panzer natürlich an, weil es mehr Spaß macht. Jo. Stern 24. Jo, kannst du nochmal anlegen. Jo. 5. 8, 11, 12 Mal fangen wir mit dem Rocketbot aber an für W3 Schuss, für 3 Schuss, für 2 Hits, für Stärke 8 minus 1 Detachment Reroll 2 Mal, minus 1, 2 Damage. 2 tot. 2 Tote. 4, 8, 12 Mal die Gatling. Ja. Dos brrbrrt. Kommen 8 noch dazu. Mhm. Sind sie tot? Devastating. Ja, wahrscheinlich sind sie tot, aber. Devastating? Haben die viel noch Pain, die Mädels? Ja, ne, die halten sie alle. Die haben viel noch Pain. Vierer viel noch Pain haben die Mädels? Meine ganze Armee hat vierer viel noch Pain in Devastating. Dann, die sind alles normale Saves. Ja. Hätte ich Twin Linken machen können, aber ist egal. Ja, sind trotzdem tot. Tot, die tot. Aber ja, die haben auch inzwischen auch einen viel noch Pain in Devastating. Gut, die. Dann da drüben haben wir gesagt, der auf die geofften Boys. Jo. Rocketbot fangen wir an mit einem Schuss, der du bist geoft, trifft und Stärke 8 minus 1, 2 verwundet. Jo. Dann 6, 8 Schuss Bolter. Auf die 5. Ja. 2 mal minus 1, 2. Ein Schaden. Mhm. Ja. 12 mal Gatling. Ja. Gehen wir auf die 6er. Kevin würfelt gern 6er, haben wir gehört. Ja, ein bisschen.
die raus. Zwei extra dann. Die alle rein. Boah, das Würfelbrett wird mir zu klein. Mhm. Ich nehme mal ein bisschen was. Ich gehe natürlich für Sechsen. Ja. Dreimal, viermal, fünfmal und der Rest sind Saves. Sind fünfmal. Und dann noch die Devastatings. 1, 2, 3, genau, einer tot. Ja. Die Waffen hat der geschossen. Ja. Da haben wir nichts. Mein Scoring haben wir gemacht. Gebe ich 7 Punkte auf mich. Ja, 7 Punkte für Kevin, ein toter Custodes. Ein Squad Witchseeker. Und Sisters, wir fangen langsam an. Ja. Primary 5 für Pascal. Geh auf 4. Ja. Ich hätte übrigens die Zeit nie weitergeben, wenn wir sagen, wir würfeln es natürlich. Weil dann gebe ich es nicht zu dir weiter, du nicht zu mir. Da sind wir auch mit deinen vielen No-Pains, sind wir alles safe. Passt für mich. Ich glaube, wir haben keine Zeit. Das können wir ganz so machen, klar. Ja. Assassination. Sommerstyle. Sommerstyle sollte machbar sein. Assassination. Deinem Eck irgendwo, gell? Der ist da, oder? Ja. Genau, oder? Der könnte machbar sein. Stehe ich dann da hinten drin. Frage, ob ich das will. Wahrscheinlich will ich eher hier versuchen, den Predator zu killen. Das ist der ganze Storm Hostile und Assassination. Storm Hostile ist jetzt nicht so schwer, da sind Scouts drauf. Das muss man nur einmal machen, ne? Für 5? Ja. Dann ist das auf jeden Fall easy, weil er da eh durch will. Assassination ist ein bisschen tricky, das sind nur die 3 Tech Marines, ja. Und ja, genau. Man muss halt. Die stehen wahrscheinlich hier alle in der Mittelruine hauptsächlich. Ich warte jetzt noch auf den Res von Pascal, dann warte ich auf den Advance von Pascal und dann warte ich auf das Abwehrfeuer von Kevin. Mhm. Da ist der Res. Easy squeezy. Und dann wird er jetzt versuchen, da über das Feld zu rennen. Mhm. Und dann werden die Predatoren. Ja, irgendjemand der Gladiator, wird vielleicht, ne, sagen, so, dann schieße ich da jetzt drauf. Mhm. Oder Kevin wird sagen, der das gerade in der normalen Schussphase schon so dermaßen, ja, unerfolgreich war, dann werde ich das auch mal direkt lassen. Ja. Sagst du, es ist auf jeden Fall weiter ein Loan-Op. Gut für sie. Ja. Genau, also was hat er jetzt an Optionen? Er kann rechts auf den Marker gehen, aus der Ruine raus, wenn er das möchte. Und da halt sterben dann. Und Rhino kaputt machen und dann sterben. Ist halt unattraktiv. Also wenn er... Das, was er gerade misst quasi. Also was er machen kann, ist ein Double Push. Und zwar, dass er auf die linke Seite hochgeht und von dem Marker in die beiden Predator reinchargt und gleichzeitig durch die Mitte hochgeht und sich da im Gebäude versteckt, weil er dann die Bewegung aus den Predatoren rausnimmt, weil er da im Weg steht. Mhm. Das heißt also, er kann von der linken oberen Seite keine Sichtlinie hier unbedingt reinziehen. Ja. Dann wäre er dahingehend safe, dann wäre es vielleicht nur der und die kommen da auch nicht ran, außer wenn der davor fährt und das lässt sich noch tanken. Dann hättest du eine Spielsituation, wo du sehr viel Zugriff auf die Map hättest. Ja, und gleichzeitig ist halt, wenn er jetzt nach rechts geht, würde von unten, da würde er sich so spreaden. Er will ja eigentlich lieber auf dem Dreieck Spitzklicker Target Priority Firebug spielen. Genau, aber es ist halt wirklich die Frage, wie offensiv will er reingehen. Ich finde meine Idee noch nicht mal zu offensiv, weil die einfach dazu führt, dass er das Spiel halt mitspielen kann. Weil je länger der ganze Spaß hier dauert. Ja, und gleichzeitig mit dem Charge halt eben die Scouts rausnehmen. Dann hast du halt irgendwie diese billigen Clans und Homer-Dullis raus. Ja, let's see. Ja, man darf gespannt sein. Gesetzt und denkt nach. Zu Recht. Dann hören wir mal seinen Gedanken zu. Oh.
Gelber Trop Advanced. Ja? Ja. Ja. 3, glaube ich, okay. 9 stehe ich hier. Wo willst du denn dann angreifen? Den wahrscheinlich. Wird die 4 dann sein, schätze ich. Hm? Wahrscheinlich könnte ich auch beide, auf den Stock beide eine 4, das steht ja auch an der Wand. Hm? Mal gucken. Auf jeden Fall schon mal Storm Hostile dann. Der Attack Marine steht da ganz an der Wand. Ja, circa da steht er, also ein bisschen weg. Bisschen weg. Kannst du mal anlegen hier zur Wand? Genau hier. Genau hier, also 22. Über 22. Über 22, 10. Ja, zu weit. Zu weit, zu weit. Den Michael Dietrich ist, die erschießt ist. Taxus. Komm da easy ran. Kommt ja auch nicht. Okay. Von hier auf dem Eck, ja. Ich könnte da schießen dann. Dann will ich da rüber, so da rein. Mal kurz mal noch in der Denkpause von Pascal können wir noch mal kurz einen Blick auf den anderen Tisch werfen. Soweit ich das sehe, ist da nicht drastisch was passiert. Ich glaube, der gute Max lässt da ein bisschen zu viel Leine. Mhm. Wäre jetzt auch so mein völlig unbegründetes Gefühl vom Board State einfach her. Das heißt 10. Pascal geht nach rechts. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden muss. Stand jetzt mag ich das nicht. Nee, ich hätte auch gesagt, er spielt lieber auf dem Dreieck. Und da wird er sich nie verstecken, wenn er da ist. Ich sage einfach, wie es ist. Ich finde meine Idee besser. Ja, finde ich auch besser. Aber vielleicht sieht er auch was ich nicht sehe. Das kann natürlich auch sein. Die Sache ist halt, er wird sich dann hinter dem Marker verstecken, also hinter dem Geländestück. Mhm. Dann wird er halt irgendwie ein bisschen vielleicht in die Scouts reinschießen. Und dann kriegt er den einen Gladiator ab. Aber es kann natürlich auch sein. Aber auch nicht viel mehr, ne? Ich muss mal gucken, wo genau die Charaktere alle platziert sind. Ich sehe jetzt einen derzeit. Einer ist da rechts. Genau, einer ist, glaube ich, in dem Haus oben in der Mitte. Und folgerichtig wäre der andere in jedem anderen. Es kann halt einfach sein, dass er sich sagt, ich möchte auch Kevin, soweit es geht, wie möglich auseinanderziehen, sodass halt die Buffs nicht mehr proppen. Ja. Ist auch eine absolute Möglichkeit. Aber wenn jemand oh Kacke sagt, das ist halt immer so. Okay. Ich glaube, ich mache den Safe-Play hier. So, ja, ich stelle mich hier ins Eck.
Der erste kommt hier ins Eck, ja? Ja, der erste. Jetzt wird es ein bisschen, könnt ihr merken, dass die... Gehen wir mal die nach hinten, dann genau. Wissen wir genau, dass die, dann kannst du sie... Die waren einfach zweite Reihe, genau. Das genau. Können wir uns ja merken. Jetzt haben, dann brauchst du nirgendwo... Jo. Ich werde jetzt mal reingreifen. 10. Ja. Der letzte hinten, den kannst du noch messen, ob der rauskommt. Ja. Der kommt knapp raus, ja. Alles klar. Da stehen alle Popo an Popo. die wieder nach vor. Die waren zweite Reihe, haben wir gesagt. Ja, sind wir dabei. Der Weiner stand hier. Ja, genau. So, irgendwie so. Die werden eh nur da 6 Zoll vorlaufen. Mhm. Nicht ganz drauf. Now that is a plan with some chest hair, würde ich sagen. Ja, er sagt halt, du kannst halt nicht alles töten. Da bin ich mir nicht ganz so sicher, aber so geht er daran jetzt gerade. Also, ich stelle mich jetzt auf alle drei Marker und du musst dir halt aussuchen, wo du mich jetzt runterschießen willst. Ich hätte es halt trotzdem geiler gefunden, wenn er eine von den Truppen halt oben ins Zentrum irgendwie reingewackelt hätte. Jetzt steht er halt, er will den Charge auf den Scout haben. Und wenn er da dumm würfelt, muss er halt nach rechts rüber. Das ist, er ist halt richtig furchtbar. Wenn er da halt hoch würfelt, dann ist das einfach eine Vollkatastrophe. Aber wenn er oben links in die Scout geht, dann kann er zurückziehen auf den Marker, wenn er die Scout und dann steht er gut. Hat, dann steht er richtig geil. Also, aber das ist ein weiter Charge, das sind 7 oder so. Ja, aber ne, Chest her. Da muss man halt mal... Also was ich gut an dem Plan finde, ist, dass er sagt, okay, ich stelle mich jetzt Primary richtig stark auf. Du schießt mich halt von einem runter. Aber ich punkte trotzdem eine Runde gut. Ja. Was sonst halt nicht der Fall ist. Ja. So absolut nicht der Fall ist. Der Witz ist halt, dass er auf eigentlich einfach die Scouts halt nicht erschießen will, ne? Nee, auf gar keinen Fall. Aber er, ja. Also ich bin wirklich gespannt, wie er das aufteilt. Das sieht richtig geil aus. Ich bin... über den Eindruck, den er jetzt auf den Tisch bringt. Das ist jetzt halt direkt bei Kevin, der nämlich auch überlegt, wie kann ich denn damit umgehen? Und es ist aber auch ein bisschen aus der Erkenntnis heraus, dass das Match halt steil für ihn ist. Ja. Soll ich dann jetzt pushen. Heißt aber eben nicht unmöglich, ne? Ja, aber es ist halt High-Risk-Sketch schon, ne? Ja. Keine Frage. Kommen wieder. Ja, ich hoffe, dass ich die Scouts erschieße. Das ist der Plan. Ja. Aber wer weiß. Never say never. Will ich die Alarus schon bringen? Ich glaube nicht. Und hier so ein Lucky 9er Charge probieren mit den. Quatsch, weil ich hier den 5er habe. 4er da, 3er. Siehst, die Bases müsst ihr eigentlich noch aufgeben bei die Champions, aber ist egal. Ach so. Oder? Ja. Beim nächsten Mal dann. Ja. Erinnere mich dran, ich hab die gewonnen. Ja. Na, wir spielen das ja sehr friendly. Sachen, die vergesse ich eh. Wir spielen das eh sehr friendly. Ja, natürlich. Jo. Ja, mal gucken. Ich habe so das Gefühl, ich verliere nächste Runde ganz viel Custodes. Kommt auf das 4 Plus drauf an. Aber wenn ich hinten drin stehe, dann komme ich auch nicht weiter. Jo, mein Freund, wo schießen? So, wo schießen? Also Alarus heb ich noch auf, ja. Gute Idee. Gut. Gut, dann Herr Knut. Raxus hier auf Scouts fange ich an. Hm.
direkt und Dings. Diese anderen sehen alle nix. Ja. Hab ich sonst? Was hatte ich noch? Also ja. Dann erstmal die direkten Schuss. Yep. Dreier, dreimal, Vierer. Drei Tote. Teflons? Die war die vier Pistolen und Teflons für zwei Damage. Aber nur gegen Xenos? Nee, immer. Gegen Xenos hat sie plus eins zu Hit. Oh, okay, dann sind drei Tote, ja. Schön. Genau. Ich glaube, nur gegen Xenos hast du das. Hui. Nee, nee, also die hat. Alles gut, brauchst du mir nicht zeigen. Ich glaub dir. Ich glaub dir. Gegen Xenos kriegt sie noch plus eins zu Hit sogar. Ich glaub's dir, absolut. Ja. Dann die 6 Schuss Psi-Power. Okay, die hat Lust. Es sind 3 Sechser, also kommen 2, 4, 6 rein. Einer schön trifft nicht. Sustained Hits 2. Auf die Dreien. Wiederholbar, Wingard. Dann so viele. AP 0 für 2. Mhm. Ja, sind tot. Sind sie tot? Rund. Dann hier will ich gar nicht schießen, die will ich charge, damit ich hier drauf komme, da will ich auch nicht, da schieße ich. Ne, du kannst nur zurückschießen, wenn du eine halbe Sollstärke gehst. Genau, ich gehe davon aus, dass du das nicht machst. Wenn ich das schaffe, dann ja. Ja. 2, 6 Speere, 5 Speere, Champlain Champion. Das ist der Advanced-Shoot, ja. 10. Okay. Eine 6, zweimal. Eine 6. Okay, nimm da 2. Nimm da 2. Feini. Feini. 2 kassiert. Die 1 geht wieder runter, damit du jetzt nicht schreckst, gell? Also ja. Die 4, der wird nichts sehen. Ne, 4, also 8 Schuss auf das Rino da. Auf wen? Auf das, 1, 2, 3, 4, die sehen das Rino, würde ich sagen. Die 2 sehen nichts. Also 8 Schuss aufs Rino. Okay, und 6. Einer wieder. So. Den könnte man blenken. Hast du sonst noch was zum Schießen auf die? Die können alle aufs Rino schießen. Ja, das blenke ich bitte. Klar. Also eh egal, ist der Runde. Dann der andere Squad, das sind auch 4, weil einer steht hinter der Wand. Eine 6 wieder. Tja. Jo, Feini! Der will einfach Feini. Der will einfach diese 2 Schaden nehmen. Feini, meine Boys. 4 selbst wieder eben. Woo. Chargers. Die auf die Crusader. 7 ist gut. Kann ich den zustellen, dass er hier rüber kann? Absolut. Der ist hier. Dann ist er, kommt ja, dann ist er hier, dann geht er hier. Alles 3 Richtung Marker, jo. So, dann die hier ist die Frage. Will ich das Rhino chargen oder nicht? Nein, die Typen da rausfallen. Das sind die am Auge zu zeigen. Das heißt, ich müsste 4 Modelle auf dem Marker kriegen. Das sollte easy sein. Ich fange erstmal da oben an. Das ist, glaube ich, fast wichtiger. Das ist ein, Vierer, das ist ein Dreier zur Wand. Innerhalb von 4, ja? Innerhalb von 4, das ist innerhalb von 5. Will ich Multicharge? Nein. Die Mission, die gespielt wird, ist Take and Hold. Chilling Rain, also Vanilla Hammer. Von daher ist es so ein bisschen. Ja, aber ich charge beide. 8. Jupp. Er geht hier. Er geht dann hier. Nee, da geht er geht außen. Er muss, dann kann der Feldchampion hier ran. In 1. Der hier kann dann hier. Und einen brauche ich hier noch in der Mitte für Currency.
Und er wird dann wahrscheinlich hier mit rüber gehen. Er hat 8 plus 3, also kommen wir an ihn ran noch. Kannst du 11 Zoll einfach nur messen von ihm? Ja. Nee, aber dann können wir hier rüber können wir zuschlagen. Ja, da, wenn er sich da herstellt, kann er zuschlagen. Ja. Okay. Hätte ich einen auf den Reaper und 4 darüber. Ja, stellen Sie darüber. Dann habe ich nur noch die Überlegung hier. Nein, ist noch chillt noch. UC2. Das heißt, ich könnte auch versuchen, den Reaper mitzuchargen. Das ist halt irgendwie eine 8. Ja, man muss halt außen rum gehen, also ich schätze mal in den 9. Ich kann 6 hier geradeaus laufen, dann stehe ich hier. Dann ist das. Hast du das ganze Base oder nur einen Punkt jetzt gerechnet? Ja. Sagen wir einfach mal, der steht ja ganz an der Wand. Ja. Ich bin einfach mal hier, das ist von hinten so. Dann wird hier sein Arsch stehen, passt das? Ja, genau, guck mal. So, also wenn der jetzt darüber geht. Mit der? Ja, ist der nächste, ich genau. Nehme jetzt einen. Also ja, nehme ich einen, genau. Dann würdest du mit 8 Zoll. Mit 6 Zoll? 7 Zoll sind von es jetzt von dem? 7. Von hinten? Ja, 7? 7, ja, 6, ein bisschen. Jetzt und dann ist es noch innerhalb von 5, das heißt. 7 und 4 sind 11. Also, das wirst du, glaube ich, nicht das machen. 7 war das, hast du gesagt. 7 und 4. Und dann 4 und ein bisschen. Ja, ja, ja. Das 11, also 10er Charge. Weil, ja. Ja, aber das. Nee. Das wirst du, glaube ich, nicht machen. Nee, es sah irgendwie näher aus, aber das ist Quatsch. Na, wenn du Punkt für Punkt misst, ja, ja, aber ja. Genau, misst weil der Base. Weil ich hier nicht reinpasse. Ja. Ich passe nur hier rein, aber nicht hier. Ja, ich glaube, ich charge nur das Reno. Mhm. Ich kann hier außen platzieren, 3 rein. Dann habe ich Safe OC12 drauf. Das heißt, die Typen mit OC10 ist egal. Ja, ja, ja. Charge nur das Reno. 6, ja. Gute Entscheidung. Also, weil 6 und so hätte ja nicht gereicht. Das heißt, der geht dann hier hinten. Kommst du mit dem außen rum? Glaube ich fast nicht, oder? Nee, hier. Der ist drinnen unten. Du hast aber genug Platz gelassen hier für viele ja. Modelle, gell? Ja. 2 Modelle gehen sie aus. Dritte geht sie auch noch aus, wirklich? Der müsste hier. Und der Rest schaut von hinten zu, ja? 3 schlagen und zu. Der kann 6 hier rüber, dann kann er 3 hier hinpeilen und kann auch hier durch die Wand. Da sollten wir überall 1 Zoll weg sein. Sie haben einen 1 Zoll da oben liegen? Ne, hier steht er ganz am Eck. Da. Also hier ist er weg, aber da ist er Platz gelassen, aber von der Seite steht er ganz dran. Okay, na eigentlich habe ich ihn 1 Zoll oben lassen, dass ich sage 1 weg von der Wand. Aber ist gut. Von allen na, oder? Na komm her ruhig, alles gut. Wenn es ausgeht, dann geht's. Das wäre ein Typ halt noch und der andere läuft einfach hinterher. Ich bin da super entspannt. Dann tue ich ihn 1 Zoll weg, wenn er nicht tut. Dann gehe ich ihn weg. Ach so, wegen dem. Aber hier. Ja, okay. Alles. Okay. Ja, ist eigentlich egal, wo ich anfange. Ja. Ich mag das nicht. Nee, uns gefällt das nicht. Nee, er wird jetzt innerhalb des Gebäudes gesehen, außerhalb des Gebäudes gesehen. Er wird das Rhino jetzt, denke ich mal, nicht aufschlagen. Er hat währenddessen nachgerechnet, wie viele Leute da rauspurzeln können. Die waren ja aber er wusste nicht genau, was der Plan damit ist. Genau, die Typen waren aber vorher schon drin. Ich hätte es da lieber gesehen, dass er einen weiteren Advance über die rechte Flanke nimmt, den Gebäudebase entlang. Ja, und dahinter dann, steht. Und dann, wenn er was chargen will, dann rechts hoch in den Ballertank. Ja. Aber also da kam er halt nicht ran, aber ja. Ja, weil er Richtung Gebäude gelaufen ist und nicht die Base entlang. Ja. Da hätte er den halt kürzer gehabt. Jetzt hat er einen 11 Zoll Charge gehabt, das funktioniert natürlich nicht. Ja. Ja, so schlagst du. Okay. Perfekt. Machen wir so. Dann sind es 3 plus Champ, einer rüber, einer kann nicht, der ist für Currency. Das heißt, das sind 5, 10, 15. Da probieren wir einmal auf Contempt. Ja. Wenn wir sagen, wir vertrauen nochmal auf die Würfel. 15,
mache erstmal die 15 Speere auf den Tank. Mhm. Also auf den Brett. Auf den Tank, genau. auf den Brett. 15 Speere. Ja, also ich mache. Sustained. Hier mache ich halt Sustained Unlese, klar. Und ich mache Sustained Armeeweit. Und da mache ich noch Liesels mit dem Schildkapten. Ja. Dann da oben die Speere. 1, 2, 3 Einsen und 2 Sechsen, das heißt einer geht raus. 4 plus. Oh, blöd. So. Ja, noch so. Ich mach hier. Nimm mal die anderen da raus, sonst ist ein bisschen unübersichtlich. Nehmen wir mal. 4, 5. 5 daneben. Hau dann noch eins. Ja, noch eins. Dann schlägt der Blade Champion noch drauf. Der trifft 5. Ja, dann ist er tot, weil da eine 6 kommt. Ob wir explodieren? Ja. Null. Okay. Klonk. Dann der eine Typ noch darüber. Trifft 5. Runde 2. 2 mal für einer. Für 2. Also 4 Schaden. Minus 2 hast du, gell? Ja, genau. Sehr gut ausgegangen, die Situation da oben für Pascal. Der Predator ist weg, das heißt, er hoffentlich peilt er noch, sodass er einfach sich wieder zurück ins Haus zieht. Aber wenn er peilen will, kann es sein, dass er oben den Predator touchen muss, weil das weil weniger... Weil er näher dran ist. Ja. Ja, das ist natürlich nicht so geil. Nee. 32 Attacken, das heißt, ich mache einfach 216. Mhm. Und 10, 15, 16. Das heißt 1, 2, 1, 3 Einsen und 2 Sechsen, die 2 sind Liefel und Sustain, das heißt ich nehme eine 1 raus. Auf den Rhino, richtig? Nee, nee, das ist hier in die Mitte, das ist der große Druck. Der hat der Liefel und Sustain. Auf deine Crusader ist das. Die 2 kommen rein, das ist jetzt die Hälfte. So, da schon mal auf die Crusader. Minus? Minus 2 für 2. Minus 2 für 2. Sind schon tot. Und dann hier sind's. 2, 3 Dudes plus ein Blade Champ out, da habe ich kein plus 1 zu wohnen, das heißt 15 Speere erstmal auf das Reno. 2 Einsen, der ist Kippe. Ich habe 3 Einsen und 3 Sechsen, das heißt es passt. Mhm. Und dann 5 aber hier, weil da habe ich nichts. 4 Stück. Jawohl. Vier Stück. Drei durch. Nimmt Section. Blade Champion dann noch. Trifft einmal extra. Ist tot. 2 Sechser. Oh je. Ob die explodiert? Nö. Alles die klar. Die Boys drinnen. Ja, das liegt ja prima, ne? Prima. Okay, ich würde sagen, Pascal hat getan, was er tut. Yes, that's true. Getan, was er tun konnte, meinte ich. Mhm. Hat das Maximale wahrscheinlich rausgeholt. Und jetzt kommt die wichtige Runde für Kevin. Jetzt muss er zusehen, dass das ganze Zeug, was sich da jetzt breit gemacht hat, auch irgendwie wieder gelöscht wird. Aber jetzt hat natürlich Pascal immer noch den Zugriff auf alle Feel No Pains. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, was Kevin dann damit machen wird. Ja, also wie viel da auch rumkommt, ne? Genau. Was ist das Ost-Target? Ja, es ist, warte mal, erstmal Assassination geht raus, natürlich für ein CP und ja. Storm Hostile für Halle. Für 5, ja. Thank you.
glaube, Pascal kann sehr zufrieden sein mit der Runde, aber ich hätte ihm das nicht nachgemessen. Ja. Pascal, was ist das Oath Target? Alles klar. Danke. Jo. Entschuldigt, da war das Mikro leider falsch. Gekommen, das ist mir klar. Der geht daher. Der Blenker von da unten könnte jetzt gelegentlich gegebenenfalls dort zumachen. Will ich aber gar nicht, weil ich will. Der geht auf 1, oder? Ah, repiert sich, genau, gut, dass du sagst, danke. Der Blank Boy geht nach oben. Ja.
12 OC hast du da oben, ja? Keine Ahnung, ob der noch drauf ist, wahrscheinlich nicht. Dann sind, der ist wahrscheinlich ganz knapp runter. Ja, ja, dann sind es 12. Ich dachte, der ist noch drauf. Okay. Ja, ja, das macht, kein, macht, macht keinen Unterschied, kein Unterschied. 12 OC dann ist okay. der bleibt hier. Wo ist der erste von die Wardens da? Also sprich da. Ja. Also hier an der Wand halt, also hier. Also so. So an der Wand. So. Wollen wir uns da einen guten Schusswinkel außerhalb von 16 Zoll will ich dann sein. Da? Außerhalb von 17? Bisschen noch, so, so bist du drüber. So, durch am Eck. Außerhalb von 17 sind wir da. Ja, passt. Oder Moment. Noch besser, wir gehen da rüber, dass wir da rauf schießen können, glaube ich. Das geht natürlich. Oder brauchen wir da überhaupt, weil da haben wir den sogar als Backup für da oben, ne? Den brauchen wir gar nicht. Da gehen wir lieber mit dem Bring It Down, hast du noch nicht gehabt, gell? Nee, hatte ich noch nicht. Das wäre ja jetzt prima, ne? Na, ich brauche die Firepower da oben. Ja. Muss ja aufhalten dort. Es hilft leider nicht. Brauche die Firepower, ich muss die aufhalten da oben. Ich bin da raus, die da drüben werden dann deployen, nehme ich an. Da wird irgendeiner von den Boys glänzen, da können eh nur die anderen Boys glänzen. Mhm. Jo. Dann fangen wir mal an zu. Moment, noch nicht ganz? Ja. Überlegt man noch, ob ich A. Wie viel aus C ist er da oben? Aktuell stehen alle auf dem Marker. Ne, der hier, ne, der ist irgendwie runter. Also dann 15 aktuell. Mhm. Dass ich glänzen anfangen kann, muss einer oben sein, oder? Damit was? Damit ich zu glänzen beginnen kann, muss einer oben sein, oder? Dann musst du auf den. Ich verstehe es gerade auch nicht ganz. Aber wenn ich zu glänzen beginnen will, ja, muss er wieder gehören oder muss ich nur oben sein? Du kannst glänzen starten, wenn der Marker dir noch nicht gehört. Du kannst glänzen nur abschließen, wenn der Marker kontrollierst und aufhören. Okay. Das wird mir zwar im Backfield richtig wehtun. Na, meine Frage ist, ob ich gegen Rapid Ingress mir hinten outscreen oder ja, ob ich eher mit, also dass ich mit 5 Mann am Marker oben bin oder dass ich die nicht da noch hinten upscreen. Das ist halt die Frage. Also, ja. Das Problem sehe ich halt dahingehend, wenn ich mich nach hinten upscreen, sprich Hausnummer so herstelle, dann kannst du trotzdem da irgendwo Rapid Ingressen oder ich verliere den zum Schießen. Was würdest du mir empfehlen? Das ist eine sehr gute Frage. Was sagst du? Ich glaube, das Einzige, was ihr machen könnt, ist mit dem da, der 6 Zoll darüber geht, daher advancen und sagen. Der Blank-Typ, gell? Ja, weil den brauche ich vorne nicht, oder? Weil wenn da was überlebt von dir, bin ich sowieso Gatsch. Ich hab, ja. Dann mach also, ich das bitte. Ich hab ja keine richtigen High-Damage-Weapons. Mach da alles Damage 2 und ob du dann ein Damage 2 blanken kannst, dann hätte ich meistens so. Egal. Gut, du hast 2 Thermi-Bases, oder? Du hast ein Riesen-Footprint. Ich hab Drachen mit Guard und 2 Thermis. Gehen wir mal von 2 Thermis aus. Es wird so ein absehbarer Footprint sein, den ich outscreenen will. Ja, ich kann mal den Game-State auf jeden Fall einmal kurz erläutern. Max hat sehr gebremst begonnen. Sieht man ja daran, dass er noch komplett in seiner Deployment ist eigentlich. Unnötig tief. Sehr gecastelt. Das missfällt mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, er hat das bisher so stark gespielt, mit viel Druck gespielt und genau diesen Druck muss er aufrechterhalten, gerade in diesem Spiel gegen Custodes. Und ich glaube, das Problem war wirklich, dass er nicht angefangen hat und dann gedacht hat, dann lieber defensiv spielen. Dann nehme ich das ruhige Spiel. Mhm. Und die Reaktion hätte, glaube ich, in diesem Fall nicht falscher sein können. Ich gibt Jesse hier die Luft. Ich fresse gerne den Besen hinterher. Wenn er es trotzdem gewinnt, ist alles gut. Dann freue ich mich auch für ihn.
Ich glaube aber, dass das einfach nicht die richtige Entscheidung war. Mhm. Ja, hinten raus wird man dann sehen. Also es ist ja immer noch so, dass Wotan genügend Damage dabei haben. Aber das wird jetzt schwierig, das auch anzulegen, wenn halt Jesse die Möglichkeit hat, sich in die Winkel zu stellen, wo er halt Ruhe hat, wo er stagen kann. Max hat quasi Jesse die eine Linie gegeben, hinter der er stagen kann, anstatt direkt hinter die Winkel zu fahren und reinzurennen. Genau, genau. Ja, wir gucken mal, wie das da weitergeht. Aber auf jeden Fall ein bisschen Luft für Jesse. Ja. Und an alle, die zuschauen, natürlich vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei seid. Sehr, sehr geil. Wir sind dreistellig, großartig. Sehr wenige Likes. Das dürfte sich gerne ändern. Wer es noch nicht gemacht hat, bitte einmal auf den Like-Button hauen. Das würde uns freuen. Wenn ihr mögt, was wir tun, dann gerne auch ein Abo dalassen. Und wenn ihr sehr mögt, was wir tun, dann würden wir uns über eine kleine Spende freuen. Das könnt ihr dann über YouTube selber machen, unten über die Sticker oder Superchat. Das ist immer gerne gesehen. Hinter die Wand hier komme ich easy. Ja, das geht nicht weiter wie zur Wand. Vor die Wand will ich eh nicht. Ja. Da brennt es hinten und vorne. Sechser Charge oder da auf die. Sweet und. Ja. Ja, ja, gefällt mir. Guti. Und dann. Ich mach logischerweise auf beiden Drops für noch einer. Ja. Dann legt er mal an auf die Boys da drin, die Geoften. Da mach die minus 1 für 2 Damage. Minus 1 Damage. Ja. Die Laser, Hunter Killer und Ding. Lasers. Du bist geoft für einen Hit. Ja. Für Stärke 12. Nix. Detachment Reroll, eine Wunde. Ja. Für einen Damage. Einschauen. Ich will es einfach machen, weil ich den ersten Fallen sehen will. Für. Ich hab's nicht umgestellt. Oh, sorry. Für 2 Damage. Die 6 plus 1? Ja. Also du bleibst bei 2. In der Pants, nix. Oh, blöd. 6 Schuss, die Top-Waffe sind 5 Hits. Mhm. Sind 4. Okay. Einer. Schön. Das war ja prima. 2 Hits von Bolter, ein Nichts von Bolter. Nichts die Hunter-Killer haben wir noch vergessen im ganzen Tora. Hast du nicht mit dem Laser mitgemacht, die Hunter-Killer? Ne, das war der Detachment-Reroll. Ah. Jo, Ada. Gut gesaved. Ja, war ja prima. Nun. Er glänzt. Die da legen einmal da an. Yep. Der erste. Multimelter. Jo. 2 Hits. Mhm. 2 Wunden Multimelter. Jo, die haben Bock. Rocketbot. 3 Schuss. 2 Hits. 2 Wunden, minus 1, 2 Damage. Ich nehm's auf ein Cover. 2 Damage. 1 Schaden. Hält. Oh, Herr Jemine, das ist ja fürchterlich. 12 Schuss Gatling. Du bist, der hängt. Ja. Du bist geoft. Ja. Ich würde alles wiederholen, was keine 6 sind. Auf die 2 kommen. Auf die 2, weil. Achso, weil der Tech Green gebufft ist, passt. 6 ja. Dazu. Mhm. Auf der Prima. Bin auf 2. Hoch. Twin linked. Schlecht. Mhm. Und 3, 4 und some saves. Also 2 plus. Nix, okay. Und dann noch die 4 Devastatings. 5 waren es, oder? Egal. 3, einer weg. Ja. Yep. Dann die Bolters noch. Bolters. Die 2 oft. Ja, geh auf. 5, minus 1. Ich lasse die gleich drin liegen. Ja. Wieder auf den Cover hinten. Yep.
Ein Schaden, Fin of Pain, ein Schaden. Mhm. Hat der geschossen. Der dort, haben wir gesagt, macht ist Ritual, das heißt die Cleanse, das heißt, die können alle auf ihn anlegen. Jo. Multimenters, du bist geofft. Ein Hit. Detachment Reroll, eine Wunde Multi. Jo. Der Melter, der trifft dich, der verwundet dich. Nicht. Minus 1, du wohnst. Die Handmelterwaffe, du bist geofft, hittet dich, verwundet dich. Also, wenn ich das jetzt richtig sehe, und das werden wir wahrscheinlich gleich im Spiel sehen, glaube ich, hat Kevin die Reihenfolge verkackt, indem er erst auf den Blade Champion Trupp angelegt hat. Der hat minus 1 Damage gezündet. Und in der Mitte steht der Shield Captain Trupp, der das halt auch nochmal machen kann. For free. For free. Dass ich mit der mal was braucht hätte. W3 plus 2, also 1. Genau, eins. Also ja. Drei gehalten, einer geht durch, geht da hinten auf 1. 2 Polter. Brrrt. Ofi. 4 Hits. 2 Wunden. 2 Wunden. 2 plus. Jo. Mhm. Haben die 2 geschossen, ist Of Hammer angesagt. Er da. Er da hinten ist erster noch. Mhm. Auf die auch. Topwaffe zuerst. Der Brand hier runter. Ja. Ja. Topwaffe zuerst. Du bist geofft. Ja. Alle verwunden. 4. 3 mal minus 2, 3 Damage. Minus 2? Ja. Achso, ja. Dann geht 2 durch. 2 gehen durch. Der erste. Tot. Der andere nimmt 2. Nimmt 2. Dann die Hunter Killer, Laser, Laser. Hunter trifft, verwundet. 4 plus, ja. Laser, erste, hittet, verwundet nicht, weil minus 1. Mhm. Detachment, verwundet. Laserstärke? 12. 12, ja, so. Ja. Für 5 Damage. Einer noch? Ja. Ja, das aber ist schon weg. Die zweite Laser, du bist geofft, hittet dich, verwundet dich. Ja, halt. Jo. Kann der Killer weg. Duck. Gut. Dann haben wir den da noch. Ja. Der legt mit allem, was er hat, auf die Polster drin an. Jo. Explosions auf die 5. Ja, das ist Battle Tactic, gell? Muss ich schauen, aber ich glaube, ja. Ja, und dann würde ich dir das wecken auf jeden Fall. Ja. Multimelter. Ja. Oft. Einer hittet, einer explodet. Ja, also 2, 4. Detachment Reroll, einer. Ein Multimelder. Jo, geht durch. Für 6 Damage. Nimmt einen Schaden. Rocketbot. 3 Schuss. Ach, ey, will ich. Du bist geofft. Ja. Sind 5 Hits. Mhm. Stärke 8, minus 1. Zweimal. Zweimal. Stehen den Cover auf die 2, passt. Die Polter. Einer ist angeschlagen, oder? Ja, einer hat einen Damage bekommen, ja. 2 kommen dann noch. Mhm. Der hat nicht minus 1, nein. Das sind die normalen Bolter, oder? Genau. Alles dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Explosions. Ja, 5. Der hat auch Lust, der Bolter. Ja. 2 plus. 4 mhm. plus. 1 Damage. Und die Gatling. 12 mal. Ja. Ich wiederhole alles, was keine 5 oder 6 ist. Das heißt 2, 4, 6, 7, 8. Und nochmal 8 dann. Ja. Ich mache mal so. Ja. Nochmal 8 kommen dann. Mhm. Prima. Dann verwunden wir die gleich durch. Ja. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das hätte man sonst auszahlt. Ja. Ein Safe noch hier. Mhm. Safes. Gehen 2 durch, dann gehen die 2 hier rüber. Und dann die hier auf Feel of Pain.
angeknackst, dann nochmal einer und Blade Champion mit noch drei. Mhm. Ja, das ist ja schon ziemlich Schmackes. Dann haben wir noch die beiden und den Rhino. Hunter Killer da rein. Ja, minus 1 Damage mache ich da mit dem Blade, mit dem Shield Captain. Ja, für trifft dich, verwundet dich. Stärke 14. Achso, Hunter Killer trifft auf die 2, gell? Ja, halt ich. Laser erste, die trifft dich, zwei Schuss Laser. Ja. Die trifft dich und die verwundet dich, die erste Laser. Ein Laser, ja. Die zweite Laser verwundet dich. Okay. Die Raketenwerfer von den Seiten, zwei Hits, zwei Wunden von den Seiten. Ah, das ist der Cyborg jetzt? Ja, ja. Ja. Alter, was soll ich da tun? Wie was soll ich da tun? Inbuilt, ein Hit, Twinlinked, nichts. Alter, da kann ich nichts tun. Dann hier. Der Boy legt zuerst auf die an. Ja. Drei Schuss. Drei Hits. Geil, mit was? Mit seinem Bolter, Forge Bolter. Ja. Detachment. Zweimal minus 1, 2. Der ist Stärke 6 mit dem Bolter? Stärke 6, ja. Ah, okay. Stärke 5. Ein Schaden. Ja, passt. Ich glaube, Stärke 5, was ich so nachdenke. Aber ist ja, egal. Ist egal. Ist ja nichts passiert. Ja. Ja, und dann, das war's, ja. Ja. Eine Autowunde und zwei Wunden. Zwei Wunden. Der erste macht 9 Damage. Nochmal 3, ja, ist einer weg. Detachment Regal 10. Und voilà. Ja. Und 2. Der Multimeter. Ja, verwundet sich einmal, das zweite Mal. Einmal Multimeter. Mhm. Ja. Wie ist leer? 7. Ja, genau, tot. 10. 12 mal Gatling. Ja. Eine. Und auf die 3 treffen wir. Ja. Auf die 2 treffen wir. Mhm. 11 Hits. 2 Mortal Wounds und 4 Rüstungswürfe. Also die Lethal noch, gell? Ja. 2. Dann der Heavy Bolter. Ja. Für eine Lethal schon mal und ja. Twin Linked. Oh, und eine Explosion bei 6 beim Bolter, den verwundet ich gleich. Die sind Twin Linked. Ja, wir arbeiten gerade an Kevins Mikro. Das, Der erste, also der Seth. Die Anti-Fly-Waffe. Ah, das ist das Gewehr hinten, gell? Genau. Twin Linked. Dreimal. Einer, der fällt um. Mhm. Dann 10 Schuss vom Bolter Array. Eine Wunde. Und 4 Wunden bitte. Mit der Autowunde. Ja. Eine. Mhm. Das war ja prima. Der war gut. Die anderen waren so okay. Der hat geglänzt, haben wir gesagt. Ja. Einer zu viel, Leute. Dann würden wir da noch gern attackieren. Und zwar mit dem, so dass er mit dem im Nahkampf ist, auf jeden Fall so. Ja. Tankshock. Mhm. Der muss gehen. Ich habe Stärke 6. Du hast Toughness 6, oder? Ja. Komm, gib mir, Kev. Komm, gib mir. 2. Einer. Schade, Ade. Gut. Dann schlag ich zuerst zu. Ja, ich mach. Der Wirbelattacken 3, gell? Ja. Ja, ich mach's sustained. Ich mach Liesels. Du bist geofft. Olle. Ja. Stärke 6. Nix. Nichts. Ja. Hau ich zurück.
treffe alle, aber keine lese. Wir sandwichen einmal auf den anderen Tisch, denn dort geschehen Dramen. Okay. Max hat das Sequencing versaut. Und zwar ist es so, dass... Ich könnte ja, glaube ich, sogar mal ranzoomen. Denn wir schauen gerade da drauf. Wir sehen die 13 und dahinter ist der Segitor und die Terminatoren von Max. Und ja. Das Problem ist, da auf dem Mittelmarker steht eine Custodes-Einheit. Und die hätte Max ja gerne getötet. Mhm. Und das hätte er ja gerne mit dem Segi und den Terminatoren gemacht. Ja. Und er hat zuerst mit dem Segi geschossen. Und jetzt sieht er den nicht mehr. Und jetzt sieht er mit den Terminatoren keinen einzigen. Da blutet einem das Zahnfleisch. Ja. Okay. Du hast sowieso schon 10. Du hast sowieso schon 10. 10 ist Maximum. Second Hold. Das ist 10, 10, 10, 10. Letzte Runde 15. Also spar den CD bitte. Spinnen wir Taken Hold auf 15, oder? Wirklich? Ja. Yeah. Oh, schlecht. Ich glaube, Taken Hold ist 10 maximal pro Runde. Lass uns mal. Wir haben Taken Hold. Alles gut. Also, ich hol mal die Karte raus. Ich meine, Taken Hold ist 15, gell? Ja, ist 15. Ja, glaube ich dir. Vier für Deploy in der eigenen Opponent Field, zweimal Cleanse. Dann ziehe ich zwei Karten. Investigate und Behind. Schwierig. Da komme ich wahrscheinlich hin, mit der Kalidus zumindest. Glaube ich auch, ja? Ja. Ich gehe stark davon aus, ja. Ja, natürlich. Was wäre überhaupt? Haben wir die Thermis outgestreamt, haben wir gesagt. Genau. So. Investigate. Der muss Battle Shocken. Mhm. Battle Shock. Battle Shock, Traxos, passt. Und dann hole ich den für 9. Haben die Battle Shocken müssen am Anfang der Runde? Nee, ich kann erst wiederbeleben und dann sind sie das Holzstärke. Perfekt. So, ich bin auf der Toilette, gell? Jo. I trust you on all. Dum, da, dum, da, dum. Die 15 kommen dem Pascal gut zu Pass. Also was ist passiert? Kevin Schussphase. Er hat mit relativ viel Zeug von links oben, von rechts oben, von rechts unten auf den Trupp rechts unten angelegt. Ja. Hat den bis auf den Blade Champion runtergerödelt mit minus 1 Damage, minus 1 to Wound und einem 4er Feel No Pain. Also der hat richtig gut getankt, der Laden. Ja, dass Kevin halt Pascal zweimal minus 1 Damage ziehen lässt, ist natürlich... Ja, das war halt ein Spielfehler. Dann hat der Repulsor und irgendwie, ich glaube, der Ballistus oder so, noch auf den anderen Squad geschossen. Hat da verhältnismäßig mehr Damage gemacht, trotz auch 4er Feel No Pain, minus 1 Damage. Der Repulsor schießt halt einfach unglaublich viel. Einen hat er jetzt schon revived, damit hat er sich den Marker wiedergeholt und macht die 15. Er steht jetzt immerhin noch... Vor allem muss er dann noch nicht mal einen Test machen, weil er wieder halbe Sollstärke hat. Ja, und er steht jetzt relativ gut auf links, oben und Mitte. Also zumindest hat er die erstmal. Kann von da aus auch Sachen machen. Er kommt jetzt offensichtlich mit Dreiern hinter die Ruine. Links neben dem Mittelmarker. Und lässt den Rechten wahrscheinlich in Ruhe. Kann der Blade Champion noch einmal irgendwie durchdrehen und den Marker noch einmal denyen? Möglicherweise. Indem er die Typen da oben, ja, die Dullis tötet und dann... Aber ich glaube, der ist auch nur noch auf zwei Eiern. Also ja, wenn da einer der Tanks vielleicht ein bisschen cocky ist, obwohl rechts ist ein Rhino. Ich weiß nicht, ob der andere Tank den Blade Champion sieht. Dann wäre Abwehrfeuer natürlich schon interessant. Mhm. Vielleicht kann sogar der Repulsor ganz oben da reingucken. Das würde sich natürlich richtig anbieten. Mhm. Ja. Genau. Und dann gucken wir mal, ja, was ist das jetzt für ein Squad? Ich glaube, das ist Trajan mit seinen Freunden. Die sind dann wohl doch Rapid Ingress und zwar dahin. Hab ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber naja. Haben wir die ganze Zeit übersehen? Ja,
Es ist nicht ausgeschlossen, sage ich mal, aber genau. Ich check das mal im Wort. Gut. Überhaupt ist, Entschuldigung, habe ich nicht verstanden. Erstmal Werbung gucken, ja gut. All the monies. Immer schön zu Ende gucken, die Werbung. So, schauen wir mal. Ja, die standen auch schon da, während... ja, okay, dann haben wir die irgendwie einfach ausgeblendet, gedanklich. Genau. Okay, dann gucken wir, was Pascal macht. Aber dann stehe ich nicht auf dem Marker, das heißt, bringt auch nichts, ne? Die H1 wird die hier holen. Passt hier ran. Fahren. Okay. Ja, easy. Yep. Da habe ich vergessen, auf die rauszuscreenen. Shit. Da hinten war aber auch Kalidus safe, oder? Da war alles. Oder haben wir da auch nur Thermis gemessen? Ne, da sind auch nur Thermis. Aber, okay. Willst du den noch hinterstellen, oder? Bitte? Willst du den noch nach hinten stellen weiter, oder? Ach so. Ich glaube, es war ausgeschrieben. Thermis, ja, aber Kalidus, wir haben nur Thermis gemessen halt. Ja. Kalidus nicht. Wie es für dich lieber ist, wie es für dich lieber ist. Ja. Dann würde ich natürlich hier hingehen. Dann will ich den Druck bewegen. Du kannst dir halt overwatchen, aber du kannst auch so im Charge overwatchen. Von daher ist es ziemlich egal. Mhm. Ja, dann ist Overwatch raus. Ich meine, ob du da Overwatch, da oder da ist ja wurscht. Die wollen sich bewegen. Okay? Alles klar. Du hast mich gewartet, entschuldige. Achso, sorry, ich habe gedacht, du würdest da vielleicht das machen. Bring dich hier rein. Dann Draxus. Rennt. 7. Nixon. Hier ist schon Baschist. Ja. Ach, den nach hinten. So. Ja. Die werden dann hier investigaten. Ja, dann würde ich schießen. Ja. Die drei Typen da, halt alles auf deine Crusaders. Ja. Vieren, dreimal dann. Das ist mal wieder Cover haben, schätze ich. Erinnert, oder? Also, du kannst den hinter der Wand zuerst nehmen, ja. Ja. Dann, der da dann, oder? Der da, ja. Ja, genau. Weil die anderen sehe ich ja komplett. Ja. Ja. Dann da oben.
Ein Typ noch von da oben. Ja, nochmal zwei von da oben. Und der eine gelbe schießt noch darunter. Achso, ja, auf die Crusader. Auch auf die Crusader, ja. Einer? Ein ja. Leben? Nee, Damage zweimal und die, ja. Das ist nochmal steig ja. Viel. Komm wieder, den nehmen wir weg. Ja. Alles klar. Dann Trajan schießt auf den Cybot. Mhm. Normalen Guard, ja. Sechsen, hoppala. Mit 1 wiederholen. Minus? Ja, minus 1. Safe? Ja. Dann. Dann Chargers. Trajan da auf beides. Beides, ja. 5, ja. So, ist innerhalb von 6 und da auch. Er hier ran. Er geht. Hier ran. 5. Er geht hier ran. Er geht hier ran. Ja. Dann da oben beide nur auf den Reaper, glaube ich. Nur yep. Auf den Reaper, ja. Oder. Ja, nur auf den Reaper. 7. Zack. Zack. So. Einen musst du runterholen, ja. Ja, so. Und er kann nicht mehr ran. Den musst du auch noch pingern. Der muss noch beißen, genau. So. Yep. Heißt, ich sollte den töten, damit ich wieder zurück kann. Ja. Achso, und hier auf deinen dicken Tank und die Crusaders einfach. Aber du hast eh nicht, doch. Ja. So, 6. Das heißt, Nee, sorry, falsch andersrum. Er geht hier. Mhm. Shield Captain geht hier. Und geht hier. Mhm. Ich kann hier noch ein 2 sein mit dem. Gut, dann. Ich habe angefangen. Nee, Moment. Ich habe angefangen, gell? Ja. Mhm. Das heißt, ich kann es nicht aktivieren. Das heißt, ich mache da Sustained, Liesel. Ich mache einfach alle 3, weil nächste Runde glaube ich nicht, dass der Trupp noch lebt. Schlag dann 12 Attacken auf die 2 Typen und alles andere. Und ein Typ schlägt auf deinen Tank. Mhm. Mhm. 2 Einsen und 2 Sechsen, das mhm. heißt, diesen schon mal lese. Auf die Infanterie? 7, 8, der war der auch noch? Ich weiß es nicht. So und 2 Reihen noch, weil 2 Liesels hatte ich ja. Auf die, ich weiß nicht auf den Tank, sondern auf die Infanterie. Ja, Infanterie ist tot. Dann der Typi auf den Tank, 2 Hits. 2 Wunden auf dem Tank. Minus 2, oder? Minus 2, ja. 4. 4 Schaden, dann peile ich hier ran. Ja. Jo. Dann mache ich da 1, 3. Was machst du machen an? Ich mache 12 Attacken mit Trajan an. Mhm. Dann schlägt Trajan auf den Brett. Mhm. Und Trajan und der eine Guard auf dem Brett, die anderen 3 auf dem Cybot. Yep. Und ich mache plus 1 to Wound an. Jo. 3 an. Ja, und ich mache, ja, ich war mir weit zu stand. 2, 6, 7, 8, 10, 12 von Trajan. Okay. 2, 3, wiederholen wir, weil ich Marker bin. So viele AP2. Bitte? So viele AP2 für 3. Ist tot. Objekt von dir? Nö. Ja. Dann habe ich noch, der eine Guard verfällt, das heißt, ich habe 15 Guard auf den Sideboard. Ja. Zwei gehen raus. Eine 6, eins genau. Und dann auf die 4 wiederholbar.
Usch. So viele AP 2 für 2. Die 4 plus. 2. Ja, sind da 4. Ja, und dann hinten. 5. Wer ist das jetzt? Da hinten die gelben noch. Also andere Unit jetzt, ja? Ja, 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 da bin ich durch. Fangen wir mit dem Blade Champion an. Trifft 4-mal. 5. Macht eine Wunde, AP 3. Durch. Ja, 3 Schaden. Ja. Dann noch, noch 3. Ja. Dann die ersten 3. 1, 2, 3 Sechsen, 3 Einsen, das heißt, es passt. 1, 2 nur. Die erste, zweite. Ja, ist er weg. Jupp. Oder auch explodieren. Schlagt dann noch mehr zu auf ihn? Hm? Schlagt dann noch mehr zu auf ihn? Da kommen noch mal, würden noch mal 10 Attacken kommen von dir. Ich dir. Das waren erstmal die ersten, ja, die ersten 3, okay. Dann gehe ich hier auf jeden Fall zurück. Einer geht drauf. Zwei gehen rauf. Er kommt noch zurück. Nee, er kommt nicht durch. Kommt er durch? Nee, er kommt nicht durch. Okay. Und er geht dann hier. Mhm. Er kommt durch, aber nicht auf den Marker, weil da ist kein Marker, mhm, da am Eck. Er geht hier und er geht so. Mhm. Und also hier, wie gesagt, da gehe ich dann noch ran. Dann. Gehst du auf den Tank ran? So. Dann Tank noch auf. Da schlag ich dann darfst du da und da noch schlagen, genau. Da, da logischerweise, klar. Ist die Oft immer noch? Jop. Sind zwei Hits. Ja. Attachment Reroll haben wir noch. Zwei Wunden. Ich habe eh keine CP, passt. 5 Attacken zurück. 7 Hits. Hat Bock. Auf die 5, oder? Die 5, ganz viele 6 jetzt einfach. Nimm das schon mal 6. Nimm das 6 Schaden einfach. Schön. Was? Dann darf dein Tank da noch hauen. Ja. 5 Attacken wird auf dich zurück. Ja. Du bist nicht geoft. Eine Liefel schon mal und Detachment noch. Liefel ist nur Shooting oder? Für alles. Für alles? Mhm. Ja, ein Schaden geht auf 1. Nee, der hatte noch 2. Ah, der noch 2 gehabt. Ja. Was hast du gescored die Runde? Ich mach Investigate für 4 und Behind für 3 und dann bin ich fertig. Investigate für 4 und Behind für 3. Investigate da hinten, ja, und da hinten. Ja. Und Behind 3. Für 3. Ich starte mit 10. Mit 5. Ah, ne, 10 da, genau. 10, ja. Oath würde ich gern auf die Boys da legen. Jo. Mein Oath-Marker hast du drüben irgendwo bei dir, glaube ich. Mal daher. Plus 1, du Hit. Gehen wir mal hier. Ah. Da reparieren wir. Plus 1, du Hit. Schon wieder nicht gedrückt. Ja. Und der dritte Tech-Marine ist da hinten. Perfekt. Das mag ich. Das mag ich. So, überlegen wir es uns kurz durch. Mhm. Da ist jeder im Nahkampf, das heißt, er wird darauf gehen und glänzen. Du hast schon Assassinate. Hm? Ja, das ist raus. Der wird zuerst advancen da hinten für 11. Sprich, mhm, ich fall back und schieße auf dich. Mit deinem Modell bitte nicht, mhm, kaputt machen. Schaust du da kurz her? Ja. Da falle ich 4 zurück. Jo. Komme ich da durch? Ne, komme ich nicht durch. Das heißt, ich gehe nur einmal. Der hat nur 4 verloren, gell? Der hat ja gesaved wie so. Genau, genau. Der war schon gut. Ja, der hat Body Bock. Wir werden gegebenenfalls dort glänzen. Ja. Wenn der da rausfällt, kann der da runterschießen. Der kann Fallback und Shoot machen. Gegebenenfalls wird die dann noch vorgehen und die werden noch, da nochmal deployen. Nein, nicht deployen. Oh, ich weiß nicht, warum der wegsteht, sorry. Der wird mit dem Rhino wahrscheinlich dort glänzen. Sprich, zweimal glänzen wahrscheinlich, einmal deploy. Einmal Homer, ja. Kannst du noch was hochziehen und wieder runtertoppen? Hier. In meiner Runde, gell? Ja, in deiner Runde, genau. Sprich. Da werden wir ein bisschen Screening-Arbeit leisten. Ja. Sprich, da werden wir ein bisschen Screening-Arbeit leisten, ja, dass du da nicht reinkommst. Da habe ich nichts verändert, da kannst du nach wie vor nicht reinkommen. Ja?
Mhm. Dann wird die aber gleich advancen, weil ich bin da mit. Mhm. Komme ich eigentlich nicht in 12 Zoll? Nee. Nicht in 12 Zoll? Nö. Alles klar. Dann passt der da. Kann ich 6 Zoll schießen da. Der wird nur nach hinten gehen, dass wir in 12 Zoll da sind, dass wir ein Backup haben. Ja. 12 Zoll. Dass wir da einen Schuss drauf haben. Der hat eh seinen guten Charge, wenn es noch ist. Behind für 3 und Investigate für 4. Ziehen. Kurze Frage nur, was glaubst du, was besser ist? Ob da der Schadenblenker besser ist, dass ich da stehen bleibe und nur normal runterschieße? Ich glaube, der Schadenblenker ist gegen mich so völlig wurscht. Ja, ich glaube, den müssen wir da nicht brauchen. Ich habe keine High Damage Profile, alles, ob du einmal 2 Damage rausnimmst, ist wahrscheinlich völlig egal. Ich würde so aber gern zurückfallen, dass der noch an. Der kann wie weit? 10 Zoll. 10 Zoll, ja. So noch hinten? Weil der erst so gerade eingeparkt war. Der hat ja vorne rüber geguckt, weißt du? Machen wir das nochmal schnell. Ja, genau, das ist einfach kurz. Machen wir es richtig kaum. 5. Mhm. Und dann nochmal 5 nach hinten. Dreher 5. Ja, Check passt. Völlig fein. Gut. Herr Knut. Dann hätte ich aber noch gern, dass da der Multimelter 6 Zoll rausgeht. Wenn ich gerade abbrochen habe. Jupp. Der Melter bleibt drin und der Handmelter. Einer halt ignorieren sie. Jo. Ehrlich gesagt, der ist gefallbackt, haben wir gesagt. Eigentlich wäre es besser, wenn ich mit dem Fallback daher. Da muss ich halt testen. 1-2 bin ich tot. 1-2 bist du tot, genau. Fuck it. Fuck it! Ja. Nein. Er hat Bock. Kommt wahrscheinlich auch komplett raus mit Arm im Arsch, mit 8. Ja. Fein. Ist fein. So daher. Bla bla bla. Ja. Gut. Dann, wo fangen wir an zum Schießen? Der sieht nur den einen da. Sprich, der müsste Prio 1 anlegen. Ja. Bevor der Prio 1 anlegt, legt der da hinten an mit dem Multimelter, der zweimal hittet und Detachment Revolve einmal wundet. Jo. Die Gatling legen wir dann gleich an. Gatling. Sauber. So sind sie gehit immerhin. Schön. Ein paar Saves. 3 Saves. Ja. Jo, passt. Der hat mir spart übles, Pascal. Mir spart übles. Die Bolter. Die Bolter. Ja. Auf die 2 natürlich wieder. Mhm. Auf die 5. Da sind wir noch bei 4. Ja. In das 1, das macht dir nichts. Der Rocketbot für einen Schuss, der trifft, der dich verwundert mit minus 1. 2 Damage. Mhm. Tot. Was kann er noch reinschießen? Die da vorne können noch schießen. Er kann schießen. Ja. Okay. Dann der da, das Unversmeidbare auf der Assassine. 3 Schuss Bolter. Attachment Reroll Vollidiot. 3-mal auf die 3. 2-mal minus 2, 2. 1, 3. Hat er noch 2? Hat sie noch 2? Down. Ja. Fight First hast du nicht, oder? Fight First hat die, ja. Hat sie. Bolt also die könnte den Tech Marine minus 4 für 2. Können ihn wahrscheinlich erschlagen. Der sieht nichts anderes, außer den einen, den will man nicht wegschießen. Alles da rein. Alles auf die Laserkanonen. Die Detachment, die zweiten Hit, beide verwunden. Einmal. Ein Retter. Ja, noch hat sie los. Autokanone. Komm, ich will jetzt noch. 5 Hits. Stärke 9, minus 2. 5-mal gegen Tod. Ah, Stärke 9 hat die Auto können, ja. Jo. Danke, Pascal. Gerne. Ja, dann legen wir mit dem da zuerst an. Oder Moment, das ist eine Frage. Mit der sieht er nur den einen, haben wir gesagt. Ja, da. Legt auf die da an, nimmt Explosions auf die 5. Kostet dann 2. Ah, hast du das schon? Ich hab's ja gewechselt, aber wir wollen vorhin gucken, ob es Battle-Tactic ist. Ich habe ja gesagt, wenn es Battle-Tactic ist, wechsle ich auf jeden Fall. Ich meine, es ist Battle-Tactic.
Attack. Ich hab's für ihn vergabt, ja. Wenn ich nehme. Ich meine, es ist Battle Tactic. Aber wir spielen sie nur beide, also. Genau, wir haben ja beide kaum Marines gespielt. Das ist Weakness. Ja. Dann wird es 2 kosten. Nee. Okay, große Waffe. Ich mach minus 1 Damage auf jeden Fall auf den Ship Captain. Ja, 2 Hits. Ja. 2 Wunden. Minus. Nee. 4? Steigt. 2 Wunden. Ja, alles klar. Wow, einer safe. Jo, am Bock. Multimentors. Du bist geauft. 2 Hits. Mhm. 2 Wunden. Nee, auf die 4. Wegen Wardens. Stimmt allerdings. 4 auf 12. Mhm. Das ist das Bolter Array oder wie es heißt? Na, das ist. Ah, das ist die Assault Cannon. Die Assault Cannon, ja. Alles klar. On the sixes. Ein Save und fünf Rüster. Auf die 2 und ein Devil Devastating. Ja, 2 Damage. Mhm. Der Heavy Bolter. Du bist geoft, ich wiederhole die 1. Sind 3 Hits. 3 Wunden mit minus 1, 2 Damage. Ja, haben wir. Dann die Waffe oben. Sind 6 Schuss die Anti-Fly. Ist geoft. 5 Hits. Bin links. Einer. Jo, kein Abheger. Nee. Dann 10 passt. Schuss der normale Bolter. Auf. Mhm. Einer. Jo. Gut, dass wir den als Backup haben. Da liegt er drauf an. Voll Idioten da bei mir im Haus. 12 Schuss Gatling. Na, der hat Bock, hat der. Auf die 2 hittet der. Ich wiederhole alles, was keine 6 ist. Ja, alles klar. Was nach hinten losgegangen ist. Einer bleibt drin und 4 kommen dazu. Jo. Mir ist vielleicht vorgerechnet. Brrr. Und ja. 6. 6. Und die 3 Def und 4 Def und 20. 3 Sechsen waren es, oder? Ja, 4 waren es, oder? Ja, ist wurscht. Ja, sind 3 Leben also, weg. 3 Leben, genau. Der ist tot und der hat noch 5. Rocketbot, 3 Schuss. 2 Hits mit 8 minus 1, 2 sind 2-mal. Ja, Detachment Reroll, weil den haben wir nicht genommen. Wurscht. Hält. Und 8 Schussbolter. Mhm. 7 Hits. Mit einmal mit minus 1. Einmal mit minus 1. Jo, passt. Dann hat der geschossen. Dann ist alles durch. Den da. Hm? Den haben wir noch. Der hat jetzt geschossen. Jetzt haben wir noch den da. Ne, der eine hat ja hier auf den geschossen. Der. Ah ja, stimmt. Ja, also jetzt sind wir durch mit Schießen. Alles ja. Klar. Ja. Hat er auf den geschossen, war ja der da. Ja. Gut. Lass mich kurz nachdenken. Ja. Achso, jetzt hat ja der geschossen, genau, der hat jetzt Ja, genau. Weil der hat ja den Blade Champ den erschossen, genau. Der hat nämlich 16 Schussbolter, dann kriegst du nochmal 8 Schussbolter hinten noch. Sorry, der da kurze Reichweite. Okay. 6. 2 mal minus 1. Haben wir noch. Verliert er 2 Leben. Okay. Gut, dann haben wir. Der hat 6 Leben verloren. Genau. Ja. Der ist gut. Da oben haben wir noch, der heilt sich jetzt, ein Bolter, der noch aufschießt, von eben hinten. 2 Bolter. 2 Hits. Detachment Reroll. Nichts. Mhm. Der hat schon geschossen, da nach hinten, haben wir dringend braucht. Das ist für mich die Frage, ob ich da angreife und dann Tank Shock mache. Du hast einen 4er Mortal Wounds Ding. Vollbacken Charge hast du auch oder noch Vollbacken Shoot? Ah, habe ich natürlich nicht. Okay. Das heißt, da hinten, da komme ich nicht durch. Das heißt, jo. Schwierig. Jo. Oh, den einen Multimelter da hinten haben wir noch. Mhm. Ah, ne, Blödsinn, die Glänzen, haben wir gesagt. Ja, die Glänzen. Die Glänzen haben wir gesagt. Ja, dann. Jo. Charges. Dann. Charges habe ich, glaube ich. Siehst du welche Charges? Ich sehe keine. Ne, alles klar. Ja, dann kriege ich meine 8 Punkte wieder für Glänz und Deploy. Ne, Glänz nur 2. Weil den Marker kontrollierst du nicht. Ah, fuck! Der gehört mir ja gar nicht.
Das habe ich nicht behirnt, ne? Mhm. Das habe ich nicht behirnt. Gut, dann für 2 und 4. Du startest mit OC, hast du da oben? Ich nehme die auf jeden Fall raus. Also OC, du startest mal mit 10. Ich mache eine 10, genau. Am Battleshock-Test bitte. Trajan. Der ist genau halb. Oh, okay. Der hat 6, ja. Gut, geht. Die Thermis gehen raus auf jeden Fall. Du hast hier Home of Adventure. So, dann ziehe ich 2 Karten. Homer und Tempting Target. Gut, Tempting wird da oben sein wahrscheinlich. So. Ja, kurze Abrechnung. Da hat Kevin einmal gerade kurz durchgeschnauft, denn er hätte gerne 2x Clans gemacht, aber da der eine Typ in der Mitte noch steht, gehört ihm der Marker nicht und er kann das nicht klänzen. Der ist contested quasi. Genau, deswegen macht er insgesamt 4 Punkte unten für Deploy Teleport Homer und einmal 2 Punkte für Clans. Also 6 insgesamt. 3 Punkte. 2 Clans und 4 Clans. Ja, 6 Punkte insgesamt. Dann haben wir die richtige Matte gemacht und dann ist Kevin nämlich gerade 1 Punkt hinten an. Ja, aber after primaries, also. Ja. Geht das auf? Ne, da, ich glaube, der kriegt noch was, also. Einer, der kann nicht. Ja, 3 CP hoch. So rum wird ein Schuh draus. 57, 46 Stand heute. Genau, und jetzt ist Top of Round 3, 4, so. Ist erstaunlich knapp, das Spiel. Es ist erstaunlich knapp, das Spiel. Oh, man muss halt wirklich sagen, huiuiui. Pascal, der wehrt sich hier wirklich in alle Richtungen. Das ist richtig stark, was der hier aufbietet. Also, ja. Chapeau definitiv. Jetzt ist er natürlich aber auch, also jetzt steht er quasi so, wie er sich das ein Stück weit erhofft hatte. Genau, er hat stabile 10 nochmal. Nächste Runde, da wird er nicht, also das wird er nicht verhindern können. Genau, aber er muss jetzt halt eben einmal rechnen. Er kann jetzt, also er wird jetzt auch einmal Kevin auf die 10 nochmal drücken, weil er irgendwie die zwei, den einen Dude, der da auf dem Marker ja, steht. Ja, klar. Auch, du musst ja noch nicht mal angreifen, dich gar nicht bewegen, einfach nur den Typen da stehen lassen, alles cool. Ja. Weil nicht, dass da irgendwie Abwehrfeuer oder so kommt und dann der doch noch irgendwie stirbt. Mhm. Brauchst du ja alles nicht. Du kannst einfach mit dem auch Deploy Teleport Homer machen, easy peasy. Attempting Target wird er nicht kriegen, weil das am Arsch der Welt ist. Also für Teleport Homer musst du den halt erschießen, ne? Also ja, macht er halt. Mit einem Trajan Squad wird er, glaube ich, auf die Mitte gehen einfach. Entweder haut er den Dreadnought oder er geht direkt auf die Mitte. Ja, einfach um den Aufhalter da zu beschäftigen, ja. Ja. Jetzt hat er die Zeit quasi. Ja. Und oder er staged die hier hinter, um den Push nächste Runde mit denen zu nehmen. Aber und dafür stehen dann drückt er aber auf jeden Fall Kevin auf eine Zehner. Ja. Und er drückt Kevin vor allen Dingen auf, ich mache halt nochmal nur 2 Punkte Cleanse. Deploy Teleport, also er wird nächste Runde auch wieder nur 6 machen, 16 insgesamt. Mhm. Wenn er genug Push macht, dann schafft er vielleicht die 15 in der letzten. Mhm. Und dann wird er auch 2x Cleanse und Deploy machen. Ja. Und jetzt ist eigentlich dann der Moment, wo Pascal sich nochmal kurz 5 Minuten hinsetzt, den Kugelschreiber zückt und einmal durchrechnet. Und eben nicht zum Beispiel da oben rausläuft. Kann den Marker ja sticky machen, da wird ja nichts mehr kommen. Ja, okay. Und dann geht er mit denen in den Dreadnought. Ja. Und dann mit den anderen in den einen Kapitel. Dann steht er ganz gut, ne? Ja, ist perfekt. Also, wenn er das so durchzieht, und bisher hat er zumindest zu 75% auf unsere Tipps gehört. Mhm. Ja. Ja.
Sehr schön. Noch ein schneller Blick auf den anderen Tisch. Schneller Blick auf den anderen Tisch. Ich glaube, da muss ich einmal rauszoomen. Ne? Ja, so ganz viel sehen wir eh nicht. Moin. Ich schau mal aufs Scoreboard. Ja, mach das doch mal. Stand jetzt 29-28 für Max, der Attempting Target gezogen hat, was er nicht bekommen wird. Und Assassination wird er wohl kriegen, weil er Trajan tötet. Mhm. Und dann geht er mit einem 34-28 aus der Runde. Als Anfangender. Ja. Also ist auf jeden Fall noch ein Game, ne? Das ist auf jeden Fall, beide sind noch ein Game. Also beide... Gut, die Custodes haben beide gesagt, das riecht nach Blowout. Mhm. Was dann halt wieder anzeigt, dass diese Tiefstapelei tief verwurzelt ist, in den, weil sie anscheinend niemanden enttäuschen wollen. Ja. Oder weil sie sich selber pushen wollen, weil sie merken, boah, ich kann das hier doch noch irgendwie ziehen. Und das Drukhari Mirror, das letzte Mal, als ich geschaut habe, war sehr ausgeglichen im Score. Da gibt es auf jeden Fall auch keinen Blowout. So. Werfe ich auch mal einen Blick drauf. Kragen, Junge, ja? Das ist der Trupp, ja. Okay, dann 4 Schuss. Ja. 3 Hits. Twinling. 2. Ja. Achso, entschuldige, ich hab glaubt, dass er geschossen. Ich glaube, dass er teilen. Achso, nee, ja, du kannst aber, wir können es auch. Soll ich wieder hinstellen? Nee, machst du CP wieder? Nee, passt schon. Okay, nee, das war 3 an. 3 an. Ja. Okay. Kein Thema. Gut, dann. Chargers. Trajan auf den Tech Marine. Mhm. Overwatch von ihm? Ja. 2 Schuss Multimeter? Ja. Du bist oft? Nee, der in der Mitte ist auf. Trajan ist immer noch nicht auf. Na, dann natürlich nicht, sorry. Ach so. Ich glaub, nee. Vergiss es. Okay. Sorry. Trajan auf der Trajan, Alter. Ah. Okay. Und der andere, der da hinten auf den Seilbord. 4, das komme ich genau ran. Ja, bin genau in 5, das ist eigentlich ganz okay sogar. Ich will eh nicht so weit. Ich muss bloß gucken, ob der Blade Champ rankommen würde. Ja, kommt ran. 4. 4. 4. Gut. Dann wird der jetzt mit dem charge trotzdem. Bitte? Mit ihm charge jetzt trotzdem. Dann. Lass mich jetzt mal auch denken, was brauche ich denn? Ich brauche das, ja. Ich brauche das. Brauche ich sonst noch irgendwas in meiner Phase? Brauche ich 2 CP in meiner Phase? Erzähl mal, wie ist es bei Drukhari? Schwatten liegt 6 Punkte vorne momentan. State of the Game, das finde ich auch ziemlich ausgeglichen, wie was da gerade passiert. Aber Mario ist auch gerade dran. Okay, ist von daher. Danke. Skift. Komm. Rocketbot für 2 Schuss. Oh, nichts. 7 und 5 sind die 12. Ja. Nochmal 2. Nochmal 2. Ja, war. 2 sind 6 Hits. Ja. Keine Mortal. 5 Rüstungswürfe. Hält 5, gell? Mhm. Hält und. Jo, passt. Kommt dann noch 5 dazu. Nur noch die Bolter. Okay. Ja. Schon mal gut. Vier? Fünf? Mhm. Die Attachment Reroll haben wir noch. Attachment Reroll 3x minus 1. Ja, hält. Und Gott. Und dann. Okay. Gut. Dann charge der. Passt. Ist jetzt hier im Eck. Schön eins da.
Dann mache ich mit ihm alle Katas, mache hier oben. Ich fange mache Armee bei Exploding Sixes. Dann möchte ich nur mit den. So. Die anderen können nicht basen, das heißt, ich will nur noch ihn haben. Also. Drei, vier schon zu. Vier können hauen, genau. Blade Champ fängt an. Der hat noch drei Leben, gell? Fünf Leben. Der hat noch, du hast ihm sieben mit weggenommen. Oh. Mach plus eins an. Wo macht der plus eins an? Da plus eins zu Wound. Ja. Blade Champ. Dann vier. Drei Damage, einmal minus drei. Safe. Mhm. Zwei. Dann noch fünf. Zehn. 15 Mann. Drei können, gell, er hat mal gesagt, ja. Eine 1 und 2 6, das heißt, einer kommt rein. 4. Minus? Minus 2 für 2. Also einer muss durchkommen. Ja, ist tot. Ob er explodiert? Nö. Dann Trajan auf dein Tag. Trifft 5 auf die 2. 1er Revolving Guard. 5 Wunden vom Trajan auf den Tag. Minus 2. Minus 3? Minus 2. Er ist trotzdem tot. Yep. Und dann da oben der Schild-Captain auf deinen Tank. 2 Sechsen. Auf die 5. 1, 2, 3. 4 Mal auf den Tank. Minus? Minus 2 für 2. Alle? Ja, passt dann. Lass mich 5 zurückkommen. 5 Stacken auf durch zurück von meinem Tank. Ja. Nicht plus 1 zu Hit. Nee. Du bist geofft, trifft dich 4-mal, verwundet dich, Detachment Reroll habe ich noch, verwundet dich gut. 2-mal. Ja. Ja, passt, nix. Wie viel Leben hat er noch? Noch 2. Mhm. Gut, die gehen wie gesagt noch zurück auf den Maika dann. Okay, das haben wir ja gesagt. Und 3, der kommt noch drauf, die anderen nicht. Gut, dann mache ich Engage für 3, die Homer für 5. Engage? Er ist drin. Ja, ist drin. Und aber die nicht, 3 genau. Zoll weg von der Mitte müsste es sein, das bist glaube ich nicht voll. Das sollte genau passen mit dem Weg. Also deshalb habe ich ja da gecharged. Sonst hätte ich hier gecharged. Ich hatte ja genug. Das war der Intent. Okay. Dass der drin ist mit 3. Wenn jetzt stelle ich ihn hier hin. Also der hatte ja genug Charge. Ja, sonst stell ihn rein einfach. Alles gut, dann haben wir alles ausgeredet. Dann haben wir keine Diskussion, dann stelle ich ihn einfach dahin. Und dann Engage für 3, Homer für 5. Und dann der Steiner. 5, 3, ich starte mit 10. Jo. Auf kassieren die da. Er pumpt den da hoch für ein Leben. Ist er gepumpt. Jodat. Puff. Da schätze ich, kann man durchfahren, nachdem man da auch großzügig durchfahren kann. Ich glaube, da haben wir irgendwas haben wir verschoben. Vielleicht habe ich hier ein bisschen gewuscht Finger. Also ich gehe mal davon aus, dass wir durchfahren. Ich gehe davon aus, ja. Du kannst gern durchfahren. Ja. Meine Intention ist, ich falle mit dem da herbeck und werde da auf dich anlegen. Jo. Der wird auch auf dich anlegen. Der wird da runtergehen, dass er Fallback und schießen kann. Mhm. Der wird mit 12 Zoll kommt er jetzt schon rauf. Er wird auch noch advancen, dass er da dann glänzen beginnt. Und der wird dahinter stehen bleiben, da hinten gehen und auf die schießen. Und der wird darauf advancen und auf die schießen. Jo. Sehr kompliziert. Fangen wir mal an mit D-Boys. Gehen wir mal daher, ja? Ja. Doom. Die da gehen einmal so, dass da ein Multimelter ist. Der Rest wird klären sein. Der wird dann nach hinten gehen, dass er dich noch sieht, aber da haben wir ja gesagt, ist irgendwas verschoben worden. Ja, das haben wir irgendwie. Der geht so nach hinten, dass der dann noch durchadvancen kann. Passt. Für viel. Siehst, 13 sind wir da. Ja. Sprich, wenn der da glänzt, muss der da in 6 Zoll sein. Vorher noch der advanced für 12, das wären damit 8. 8 und 4 sind auf 12. Mhm. Das heißt, er muss bei, wenn der da Fallback und so dasteht,
muss der da bei dem und dem sein mit 6 Zoll und dem und die 3 ja. mit 6 Zoll, was er tut. Der geht drauf. Natürlich könnte man da noch einen Winkel ein bisschen zumachen mit 6 Zoll. Advanced Charge haben die nicht mehr, gell? Nee, nicht mehr. Also 6 Zoll ist der da oben, sind wir da oben. Und der aber geht noch da her, dass wir da ein Backup hätten. Ja, viel mehr wird es nicht mehr. Dann legen wir mal an mit dem hinteren da. Ja. Das ist der Captain auf die Unit da. Mhm. Mhm. Der Multimelter, bis geoft. Bis geoft, zwei Hits. Detachment Reroll, zwei Wunden. Das war jetzt welcher Multimelter? Der hintere. Ja. Macht 6 Damage. Dann der Rocketbot für 3 Schuss, die nicht auf die Ding hinten einmal minus 1, 2 sind 2 Damage. Ja, hab keinen Cover, ja. Ist einer auf 1, merkst du hier kurz. 12, 16. Der hängt und tut es dir oft. Einer davon hängt. Der hängt, sagen wir. Und ich gerade würfelt, keine Ahnung. Auf die 5 mit minus 1. Mhm. Oh je. Das war mal eines Finales würdig. Wie mhm. eins. Zwei, geht einer, zwei. Ist einer tot, einer auf 1. 9, 12. Gatling. Wiederholt alles. Vier, acht mhm. kommen. 4, 8 für den ersten und 5, 6, 7, 8 für den zweiten dazu. Jetzt willst du aber wissen. Bum, 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 bum. Auf die 6 ist gut. Einmal. Okay, oder auch nicht, aber okay. Vielleicht immer alles aus. Ja, das stimmt. Sind wir bei so vielen Dingsis und so vielen. Oh, 12, 500. Die haben wir gedreht, glaube ich, gerade, gell? Ja, ja, ja egal. Gib ruhig her. Die einen. Wir einen alles haben gut, alles gut, alles okay, gut. Okay, 2 plus. Und ich mach zweimal, dann ist der Typ tot. Dann nimmt Trajan noch die hier. Nimmt er 2, hat er noch 5. Mhm. Dann wird der zweite auf 3 Jahren anlegen. Multimelter daher. Jo. Multimelter, Detachment Reroll, ein Hit. Entschuldigung, die 2 hat getroffen, also verwunden, 2 Wunden, sorry, ja. Für tot. Und alles andere haben wir auf 3 Jahren angesagt, 8, 12 mal die Gatling, die 2 jetzt, du bist geoft, ich wiederhole alles. Jo. 2 dazu. Ja. 3 Mortals haben wir auf 3 Jahren. 7 Mortos auf 3 Jahren und ein Rüster. Wir sehen, der wird alles tanken jetzt. Nimm nochmal 2. 2. Dann der Rocketbot für 3 Schuss, der 3-mal trifft. Und Detachment haben wir noch nicht, nochmal 2-mal mit minus 1 für 2. Ja, und die Bolters für, du warst vorher in kurz, das heißt, 4 kommen dann noch. Mhm. Das geht oft. Und 4 kommen dann noch, das verbunden wir aber schon mal. 4 kommen dann noch. 5. Ja, minus 1. Und hat das. Minus 1? Von ja. Wo? Ja, der Bolt hat minus 1. Hat er noch 1? Hast du Feel No Pain hinten auch noch dran? Der hat 5 auf Feel No Pain von sich aus. Gut, dann legen wir mit ihm zuerst an. Topwaffe auf ihn, Laserkanonen ja. da. Ja. Bolter auch auf den Trajan. Bolter. Ja. 2 Hits. 2 Runden. Das war Trajan, oder? Ja. Die ja. Topwaffe auf Trajan. Ist geoft. Ja.
Ja. Ja, 6-mal, minus 2-3 Damage. Aber das hoffentlich hinter sich. Machen wir noch ein paar Final Pains, ja, ist weg. Alles andere haben wir angesagt in den, das heißt die Lasers. Detachment Reroll haben wir noch, 2 Hits. Detachment Reroll haben wir noch, eine Wunde. Nee, Stärke? 12 Stärke. Nur, gell? 12. Dann auf die 3, nur die haben Toughness 7 Thermis. Schön. Dann die da von da hinten. Ja. 3 Schuss Fortspolter, trifft 3-mal. Detachment Reroll 2-mal, minus 1, 2. Für 2 Damage. Ja. Dann auch 2. Dann der große Executioner mit der Gatling, Rocketbot, dann die Minus 1 Waffe und zum Schluss der Laser Destroyer. Alles rein, ja. Was habe ich als erstes gesagt? Der Heavy Bolter zuerst. Auf die 2 treffe ich dich, Jock. Twin Link 3-mal Minus 1, 2. Dann die 6 Schuss, die dich. Kein Reroll. Das sind die ohne Abfly. Ja. Jo. Multimelter, treffen dich 2-mal, Detachment, wie mal hätten wir noch, 2-mal. Da sind sie tot, ja? Na, Blödsinn, der erste ist tot mit 6 ja. Und der zweite, Detachment, mit 5 ist tot. Ja. Alles klar. Ja. Cleanse, Deploy für 8. Ja. Und auf dich. Dann ist letzte Runde, oder? Du kriegst 10 Punkte. Ja, ich mache nochmal die 10. Ich gehe auf 3 CP so. Ja. Dann 5. Bring it down, kommt ein bisschen spät. Capture kommt auch ein bisschen spät. Das ist eine 15. 9er. Ja. Muss ich probieren. Bitte? 9er Charge, muss ich probieren. So. Hier ist es auch ein 9er Charge, muss ich auch probieren. Habe ich 3 Versuche auf eine 9. Der 9er, echt? Also der ist schon. Außer von 15. Ach, ja. Von 15 ist ein 9er, oder? Ja. Und da war es genau das Gleiche. Also. Alles gut. Sogar. Ah, danke. So. Auf einen von beiden würde ich gerne overwatchen und zwar auf die da hinten. Jo. Multimelter. Ja. Detachment Reroll. Ein Hit. Eine Wunde. Ja. So, für 2 Damage. Ja. Die Gatling. 5, 8, 9, 10, 11, 12. Nichts, der Rocketbot für so schnell ich kann, gell? Ja, ja, wir. Ich meine. Ich denke, wir spielen es einfach fertig, oder? Oder, ja. Oder bestehst du auf die Zeit? Ha? Da spielen wir es einfach fertig, eine oder? Eine Runde mit minus 1 einmal. Ja. Jo. Ja. Okay, gut. Also, da hat Kevin dann noch ein bisschen was liegen lassen. Und hey, Stefan und Norbert, vielen, vielen herzlichen Dank. Gib alles, Kev. Jawohl. Vielen Dank für eure Spenden, das freut uns gar sehr. 141 Zuschauer, ganz wunderbar. Und noch nicht mal 50% an Likes. Wir bitten euch, das zu korrigieren. Und wenn ihr noch ein paar Spenden loswerden wollt, dann habt ihr jetzt definitiv die Chance. So, und natürlich hat Pascal Sticks the Landing, würde ich fast sagen. Schafft den Charge. Er schafft den, also genau, hat er jetzt 2 Chancen auf den 9er Charge. Um genau, schraubt sich da drauf. Da würde ich jetzt mal eiskalt sagen, da wird nicht mehr geklänzt auf dem Marker. Er macht damit halt hoffentlich, in Anführungszeichen, für ihn nochmal Bring It Down. Ja. Und weißt du was, einfach gucken, vielleicht mit dem anderen aus, dass so ein 12er Charge noch passt. Haben wir ja auch gesagt. Ja. Dann macht er da zumindest ein bisschen Punkte. Capture Enemy Outpost ist ja out of the question. Ja, keine Frage. Und dann wird Kevin machen. Also ja, sagen wir mal, Pascal macht nicht, dass er 15 primär macht. Sagen wir mal, er macht 15 primär. Dann ist er halt auf 69. Und maximal 8. Dann macht er einmal Cleanse für 2, Teleport Hummer für 4. Dann ist er auf 6. Dann würde er das eine Bring It Down verlieren. Ja. Und wenn das Rhino jetzt fällt, ist das Ding noch voll? Ja. Echt? Das ist problematisch.
Nuller. Ja. Dann ich score am Ende meiner Runde, richtig? Ja. Das heißt, ich würde gern die da offen. Ja. Ich würde mit dem gerne tanzen. 1, 2, 3. Ja, ist egal, wir machen es eh fertig. Und es war eh meine letzte Runde. 7. Der Boy da. Da haben wir ein Fallback. Mhm. Ich gehe auf 1CB wieder hoch. Jo. Der geht daher, dass er unterhalb durchschauen kann, weil der schwebt in der Luft. Ja, du kannst einfach kleines Homer machen und dann sind wir fertig. Alles andere ist irrelevant. Also 15 Punkte für mich. Genau. Ja, also da Pascal das Auto nicht kaputt gekriegt hat, kriegt er die Bring-It-Down-Punkte nicht. Und jetzt wird Kevin, die Jungs, die da auf dem Mittelmarker stehen, irgendwie versuchen wegzuschroten, damit er gleichzeitig mit dem einen Charakter, der rübergelaufen ist, Cleanse machen kann. Ja. Und wird dann halt Doppel-Cleanse machen und wird Primary 15 machen und wird spitz auf Knopf Pascal überholen. Ja, es war jetzt irgendwie 75, 86 oder so tatsächlich. Also doch relativ großer Gap. Sepp! Ja, haben wir irgendwo 10 Punkte liegen lassen, wir sind nicht bei 76, 75 für dich. Er macht zum Schluss nochmal Homer wahrscheinlich. Ja, klar. Wir gehen nach Hause. Hast du irgendwas für Turniersieg? Du, wir sind da im Stream. Ich bin nicht, dass der Schweizer ins Spiel gehört. Das glaube ich gehört zu euch. Matchup ist halt richtig hart. Ja. Aber ich meine, du hast da in diesem Bereich wirklich das Maximale rausgeholt. Danke noch im Einzug. Zum Schluss hat leider die Null gezogen an Scoring. Dieser hier, das ist gut aufgegangen, weil der so lange überlebt hat. Da war ich nicht zufrieden mit dir. Okay. Weil du währenddessen noch, da sind da Typen drin und da durchziehen und so. Und gesagt, wieso stehst du denn da? Was machst du jetzt zu Fragen stellen? So, ja, wirklich. Sehr sauber gespielt. Ja. Genauso stell ich mir ein schönes Spiel vor. Hart, ehrlich, fair. Ja. Danke schön. Ja, wenn ich die Neuen, wenn ich hier die Neuen mit dem Trupp schaffe und dann irgendwas ziehe, was noch Punkte macht, aber ja, das war jetzt. Weil der Trupp hatte noch viel noch Pain, ich glaube, den kriegst du dann nicht mehr runter. Der kommt dann schon. Aber dann ist Gewinn trotzdem knapp. Dann geht es halt knapper. Alrighty, Rudy, Riddle. Ja, 86-75 haben wir jetzt gerade gehört. Und das ist dann der Sieg für Kevin und. Es wurde schon zum Turniersieg gratuliert, das weiß ich ehrlich das gesagt. Das können wir noch nicht sagen. Die Rankings sind ja schon länger deaktiviert. Ja. Wir können nicht reinschauen. Ich würde vorschlagen, was wir noch machen, ist, wir legen Mikrofon auf die andere Cam. Ja. Gucken uns ein bisschen Max Rücken an. Genau, ich lege mal Mikrofon in die Mitte. Ja. Genau, das war Pascal. Ja. Und genau, dann können wir das Spiel quasi noch mehr oder weniger zu Ende verfolgen. Da drauf.
erstmal 1, 2, 1, 2, 3, 6 dazu. Steck 5, Volkheit. Okay. Lass dir bitte ohne S. 2er, ne? 2er, ja? Safe. Ja. Einer durch. 2 durch. Ja. 3 durch. Okay. Kein Minus. Okay. Zwei Muster. Machst du noch mal hier die Deathwounds gleich mit? Komm mal, wenn du. Hier 10, 20, 30, 34 Schuss. Das heißt, das hier. Sechs dazu. Bitteschön. Wieder auf 2 plus, ja? Ja. War aber knapp. Genau. Ich score. Teleport Homer. Ja. Capture Enemy Maps ab. Deine Runde. Jo. Machst du 10er? Mach einen 10er. Secret Destination hast du beides nicht geschafft. Ne? Weil ich kein... Klar, ich hier. Ah ja, okay. Ich habe den Tempting Target und Engage gezogen. Was möchtest du durch deine Target attempten? Das da, weil da kannst du nicht drauf schauen. So, wie bei jedem guten Root-Konzert, Do, sag ich dazu. Machen wir das jetzt auch nochmal am Ende, den Aufruf, wir geben hier den virtuellen Hut rum. Ihr habt gerne zugeschaut, schmeißt gerne rein, für wie cool ihr das fandet. Wir freuen uns über jede Mac. Genau. Einfach damit wir den Kram immer wieder machen können. Genau, wir lassen den Stream auch noch ein bisschen ausdünnen. Auf Max und Jesse. Ja, genau, und, wir verabschieden uns noch nicht. Ich möchte die Gelegenheit einfach nur nochmal geben, seiner Dankbarkeit Ausdruck zu verleihen. Genau, gerne in finanziellen Umrechnungsmitteln. Nein, einfach nur nochmal der Aufruf, nicht, dass es vergessen geht. Und genau, wir lassen das Spiel hier noch ein bisschen laufen, ein bisschen Max Hinterkopf gucken, ist super. Genau. Damit wir dann am Ende auch das Ergebnis verkünden können. Genau, Mikrofon haben wir ja auch da stehen. Ja. Genau, und wie Benni schon sagte, wir freuen uns auf jeden Fall über jede weitere Spende und wir danken nochmal allen Sponsoren, die diesen Event auch möglich gemacht haben. Das war ganz, ganz großartig bis hierhin und jetzt geben wir auf Max Enrage Presskanter und auf die Ruhe selbst Chat. Auf die Mitte. Nee, du wirst mich aber töten. Ja. Macht keinen Unterschied. Okay. Dann mache ich Engage für 3. Ja. Und 8 für, Defend für 3. Ja. Du machst die 15er Runde. Ich mach die 15er. Was ziehst du mir? Clamps und Eretinals krieg ich beides hin. Ja, das sind 10. Das sind 10. Dann machst du Primary 30, 40, 45. Du machst Secondary 15, 17, 27.
Dann bist du bei 60, 72. 77 habe ich auf meiner Rechnung. Wo hast du? Du hast gescored 15, 10, 15. Dann hab ich. Ach, hier unten. Ja, passt. 77, oder? Nee. 5? Ich schon mal da. Ja, ich habe nur ein bisschen mitgemacht. Muss man zusammen ausbeuten, oder? Okay, du hast 5 von 1 gemacht, das stimmt. Ja. 4 danach, richtig. 5 da. Dann hast du 3 gemacht, jetzt hast du 10 gemacht. Nee, 15 war ich am Ende. Jetzt 10 für deine Mission tatsächlich. Achso, ja. So, dann hast du 5 Primary gemacht. Nein, das war 45. 60. Keine Ahnung. Ich habe hier. Berechne du mal aus, wie du Win ist, dann ist Win. 35, ich habe 10, 19, 23, 58, 66. Da komme ich auch nicht auf, da komme ich auch auf weniger, aber. Ich habe 5, 10, 10, 10, richtig? Ja, einmal bestimmt. Ich habe 5 gemacht. Ah, Engage All Fronts habe ich am Ende nicht eingetragen. Genau. Du hast, was hast du für klein? Defend auch nicht eingetragen. Du hast Defend? Ganz egal. Ich habe Attempting weggeworfen für den CP. Ja, und damit hast du 3 Punkte mehr. Ja, dann wird es schon hinhauen. Wird schon hinhauen. Ja, aber ich habe mich ganz schön doof angestellt. Reicht trotzdem. Es war relativ knapp, aber du hast nicht Max gespielt. Ja, ich bin nervös. Ich verstehe es nicht, also ich hätte zurückhalten können. Nein, voll rein! Nicht. Kann ich mal. Ja. Er hat ja Angst vor dir, ja. Jesse wusste nämlich ganz genau, was da auf ihm wartet, ne? Ja. Aber dafür hat echt ein paar richtig Fehler gemacht. Peinliche Fehler. Aber peinliche, wir haben ja einen Sequencing, das darf mir eigentlich nicht mehr passieren. Ey, nur mal eben kurz, weil ich was oben bei Kevin passiert ist. Ja. So, dann hat Kevin hat nämlich losgeschossen und zwar hat er auch mit seinem Sequencing angefangen und dann hat der Pascal die nette Chance gegeben, 2-1 Damage zu ziehen, weil er nämlich erst auf der anderen Einheit und dann auf die Schildkarte geschossen hat. Also, solche Fehler passieren überall. Scheiße. Auch bei dem, was top ist. Also von daher hat er richtig gut gemacht. Wir haben ja einen Blick drauf gehabt, war auch schön anzusehen. Da oben war es aber auch unmöglich gespielt. Zählt meine ich, soll aggressiver da drauf gehen? Dann chargst du mich komplett tot. Ja, aber ja, du musst ja die Bikes hinten halten. Stell dir mal den Sagi da hin. Ja. Stell mir mal, dann drain ich den Sagi, dann kommst du in den Bikes, hier gesehen, was die Bikes hier waren. Dann geht's los. Weil wenn du ihn nur an die Kamera gibst, du ziehst ihn auf. Was ein Abrasser ist hier. Ich meine, ich sage, das ist deine. Warte, warum? Dann hat er den Halt verstehen. Sag ich als Bait ist dann der Rest dann dabei. Das Einzige, was ich für dich spielen können, wäre, ich nehme dir in der Mitte nochmal ein Bring It Down extra mit. Statt in deine Bikes zu chargen, aber die Bikes sind nicht drum. Also, alle Spiele durch, hervorragend. Was geht in meinem Gehirn gerade rechnerisch hier? Also die Zahl ist ja auch. Guck mal, 15 gegen 37, richtig 40, 45. Ja, aber den Nachzug. Was steht bei dir 45? Steht bei mir. Bei mir. Ja, da habe ich einmal 50, habe ich irgendwas verkehrt angetragen. Ja, okay. Aber dann, wie komme ich denn? Ich habe gerade 14, 77 Punkte geschafft. Wie komme ich denn auf 40? Alrighty, Roo. Ja, Kevin did win. Yes, he did. Und die Ergebnisse der anderen Tische. Wir haben gerade gesehen, Max gegen Chessy. Ne, wir fangen hinten rum an. Oh, wir fangen hinten an. Der Drukhari Mirror-Tisch, Best Infection-Preis, der geht an Gregor. Der geht an Gregor.
die Chance auf den Turniersieg geht nicht an Gregor. Die beiden haben sich einfach 80 zu 80 getrennt. Nice. Das heißt, Gregor geht 5-0-1. Und Mario cool. geht 4-0-2. Nee, 4-2-0. Mario geht 4-2-0. Krass, also aber immer noch, also zwei ungeschlagene Drokari. Also 4-0-2 oder wie auch immer man das sagen will. Und stark. Und genau, dann hat am Custodes Wotan-Tisch hat Wotan gewonnen. Sauknapp. Ja. Nur in den 70ern, 73 glaube ich. Oder ja. 71. Zu 67 glaube ich, also ja. auch so 6 Punkte Abstand oder so. Ja, und Kevin mit seinen 87 hat, glaube ich, ich weiß nicht genau, wie das Standing war, hat, glaube ich, damit die besten Chancen auf den Best General. Max dann entsprechend auf der 2, Gregor auf der 3. Ja, krass, richtig, richtig krass, richtig starke Spiele, tolle Ergebnisse. Die beide Spiele haben die Custodes eigentlich gesagt, bah, gewinnen werde ich das nicht und das kann auch ein ganz schneller Wipeout werden. Ja. Wipeouts wurden es nicht. Nee. Haben sich super, super geil gewehrt. Beide Custodes-Spieler, kann man richtig stolz drauf sein. Aber eben auch, dass die anderen das Ding nach Hause gefahren haben. Gratulation an Kevin, Gratulation an Max, der sich hier wirklich die 6 Siege geangelt hat. Richtig starke Leistung, gar keine Frage. Und natürlich auch an Gregor, 6 Siege, alter Schwede, richtig geil. Nein, 5. 5 und 1 Unentschieden. Mit Rukari, wirklich, wirklich stark. Trotzdem richtig stark, top performt, gar keine Frage. Alle drei können Champagner aufmachen. Werden sie wahrscheinlich nicht. Sind damit durch. Wir sind damit durch. Der Stream ist auch fertig. Ja. Genau, wir machen den Laden dicht. Genau, wir schließen ab und wischen einmal feucht durch. Wir danken für alle Spender bis hierhin. Wenn noch jemand nachlegen will, patreon.com/targetpriority40k. Vielen herzlichen Dank an die Orga, an den lieben Conny und seine Firebug-Crew für dieses arschgeile... Ich danke euch Jungs für das atemberaubende Erlebnis hier wieder mal auf dem Stream. Ihr seid einfach die Besten. Selber. Selber, genau. Ja, sehr, sehr cool. Das sehr war cool. Schön. Ja, anscheinend gibt es da noch Gesprächsbedarf beim Tisch von Max. Okay. Das kommt dann in das Errata. Ja, genau, das kommt dann in das Errata. Das wird irgendwie nochmal nachgerechnet. Oder wir warten mal kurz auf das Ergebnis. Wir können uns ja schon mal stumm schalten und dann können wir gleich nochmal als letzten Satz sagen, was jetzt wirklich am Ende rausgekommen ist. Ansonsten wünschen wir euch noch einen ganz wunderbaren Rest Sonntag. Bleibt gesund. Beehrt uns bald wieder. Tschüss. Tschüss. Ja, kein Drama, was Max und Jesse angeht. Jesse hat einen Punkt mehr. Es ist 72,69 statt 72,68. Und damit sind wir raus. Tschüss.